minus drei oder mit anderen Worten drei Tage vor der Bundespräsidentenwahl. Das ist die sogenannte Elefantenrunde. Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und ich darf alle sechs Kandidaten live hier im Studio begrüßen. Bei mir sind Rudolf Hundsdorfer, der Kandidat der SPÖ. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich begrüße Andreas Kohl, den Kandidaten der ÖVP. Auch Sie, herzlich willkommen. Abend. Herzlich willkommen bei uns Norbert Hofer, der Kandidat der Freiheitlichen Partei. Guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße Alexander Van der Bellen. Er geht als unabhängiger Kandidat von den Grünen unterstützt ins Rennen. Herzlich willkommen auch an guten Sie. Guten Abend. Ich begrüße ganz herzlich Irmgard Gries, auch Sie als unabhängige Kandidatin. Ebenso wie Richard Lugner. Herzlich willkommen auch an Sie. Schön, dass Sie alle da sind und danke fürs Kommen. Lassen Sie mich zu Beginn ganz kurz auf die Spielregeln dieser Sendung eingehen. Zunächst mal, ich werde darauf achten, dass Sie alle einen gleichen Anteil an der Redezeit bekommen. Hinter den Kulissen sind sechs fleißige Mitarbeiterinnen damit beschäftigt, genau mitzustoppen. Und bei Gelegenheit schauen wir uns dann mal den Stand der Redezeit an. So wird das aussehen. Im Moment korrekterweise alles noch bei null. Dann hier noch eine Bitte ans Publikum auch, dass Sie ja selbst mitgebracht haben. Es sind Ihre Fans, Ihre Angehörigen. Trotzdem bitte heben Sie sich Ihren Applaus für ganz zum Schluss auf. Es geht sonst auf die Redezeit und das ist schließlich die Redezeit Ihrer Kandidaten. Und darauf kommt es heute an. Ja, und die letzte Regel, ich rechne ganz einfach mit einer fairen Diskussion heute Abend und freue mich sehr darauf. Ich würde gern zu Beginn ganz kurz einen Blick zurückwerfen in diesen Wahlkampf. Es hat ja noch nie bei einer Bundespräsidentenwahl einen so intensiven Wahlkampf gegeben. Und deshalb zu Beginn meine Frage an Sie alle. Haben Sie sich das so vorgestellt, als Sie Ihre Kandidatur bekannt gegeben haben, diese erste Fragerunde? Frau Gries, möchte ich gerne dem Alphabet nach mit Ihnen beginnen. Sie waren ja die Erste, die Ihre Kandidatur bekannt gegeben hat. Wenn Sie heute zurückblicken, würden Sie es ganz anders machen oder genau so wieder? Also ich würde das ähnlich machen und ich hatte ja keine Erfahrung mit Wahlkämpfen, hatte auch keine konkrete Vorstellung, habe das eigentlich auf mich zukommen lassen. Aber was mich schon verwundert hat, ist auch diese heftige Auseinandersetzung, die es gegeben hat zum Teil und auch, dass man auch in der Gesellschaft eine sehr starke Polarisierung beobachtet, die natürlich auch ausstrahlt, in den Wahlkampf. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, auch in den verschiedenen Interviews und Diskussionen, die Spaltung in der Gesellschaft, diese Polarisierung. Und das nimmt ja auch noch zu, wenn man jetzt die Umfragen sich anschaut, dann kriegt man ja den Eindruck, es gibt einen Lagerwahlkampf, jetzt auch in der Stichwahl, blau, grün, grün, blau, wie immer man das macht. Und das, glaube ich, ist das Letzte, was Österreich brauchen kann in der Situation. Wir haben so riesige Herausforderungen zu bewältigen und eigentlich geht das nur gemeinsam. Und ich hatte mir schon gedacht, dass so eine Wahlkampagne wie für den Bundespräsidenten davon schon geprägt ist. Dass man einfach fair miteinander umgeht, dass man seine Standpunkte erleuchtet, seine Stärken natürlich entsprechend ins Licht rückt. Ne? Vielleicht gelingt das ja. Vielleicht. Aber die Frage an Sie auch, Frau Gries, haben Sie damit gerechnet, dass in so einem Wahlkampf jedes Wort auf die Waagschale gelegt wird, wenn man zum Beispiel sich über sein Geschichtsverständnis äußert oder sich nicht mehr so genau erinnern kann, wann man wen gewählt hat? Fällt Ihnen das schwer, das immer wieder beantworten zu müssen? Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist so und es werden ja dann diese Fragen, wenn sie wiederholt werden, auch mit einer gewissen Absicht gestellt, dass man eben, man kann ja nicht immer die gleiche Antwort sich wünschen, man weiß ja schon, was die Antwort ist, aber das hat dann eben auch den Zweck und das trägt auch zu diesem Klima bei, eine Schwäche oder eine vermeintliche Schwäche des Mitbewerbers oder der Mitbewerberin aufzudecken. Das ist offenbar das politische Geschäft. Ich finde es überflüssig, ehrlich gesagt, es ist verschwendete Energie, weil ja auch niemand denken kann, Sie haben das ja angesprochen, dieses eine Thema, es kann ja niemand wirklich ernsthaft annehmen, dass ich irgendeine Sympathie für das Naziregime hegen könnte. Also das ist so jenseits aller Vorstellung und dennoch wird das immer wieder gebracht. Aber Sie haben im Wahlkampf Bekanntschaft mit dem politischen Geschäft gemacht. Herr Hofer, ist für Sie von Anfang an alles nach Plan gelaufen? Was sagen Sie? Na, ich habe schon einige Wahlkämpfe erlebt und ich habe gewusst, was auf mich zukommt, dass jedes Wort auf die Waagschale natürlich gelegt wird. Das muss auch so sein, weil auch dann, wenn man Präsident ist, wird das so sein, dass jedes Wort genau geprüft wird, dass alle alten Pressedienste durchforstet werden bis hinunter in die 90er Jahre. Mhm.
Aber was ich mir nicht gedacht hätte, ist, dass die Stimmung so positiv ist. Und ich kann sagen, von Politverdrossenheit habe ich nichts gemerkt. Das Interesse ist riesengroß, quer durch alle Bevölkerungsgruppen. Die Themen haben mich etwas überrascht. Also das Thema, das immer gekommen ist, ist TTIP. TTIP ist wirklich etwas, was jeden Österreicher und jede Österreicherin interessiert. Das kommt bei jeder Veranstaltung. Mhm. Und die Art, Wahl zu kämpfen, hat sich auch verändert. Früher hat man einen Termin nach dem anderen gemacht. Wenn ich heute einen Vortrag mache, der eine Stunde dauert, dann brauche ich bis zu 3 Stunden für die Selfies danach und für die Autogramme. Also da muss man einfach dann die Zeit einplanen. Das ist ganz, ganz anders geworden, wenn man das vergleicht mit der Zeit vor 10 Jahren. Aber Frage schon auch an Sie, Herr Hofer. Haben Sie zum Beispiel nicht auch mit Ihrer Androhung, muss man fast sagen, bei jeder passenden Gelegenheit gleich die Regierung entlassen zu wollen, nicht auch den Eindruck so eines Polit-Rambos ein bisschen erweckt, der im Fall des Falles sogar dann eine Staatskrise riskieren würde? Na, von Rambo bin ich weit entfernt. Das ist keine Ankündigung, sondern ich habe gesagt, wenn eine Regierung wirklich nicht funktioniert, wenn sie wirklich Dinge entscheidet, die schlecht für das Land sind, dann kommt das Gespräch mit der Regierung. Und dann am Ende, wenn das nicht hilft, dann kommt auch eine mögliche Entlassung. Aber ich bin auch einer, der immer wieder auch den politischen Mitbewerber, wenn er etwas leistet, auch lobt. Also wenn ein Regierungsmitglied gut arbeitet, dann gibt es Lob von mir oder auch ein Kollege aus dem Nationalrat. Das gehört einfach dazu. Man muss hier ganz klar trennen zwischen jenen, die Leistung bringen und denen, die sie nicht bringen. Herr Hunsdorfer, haben Sie sich wohlgefühlt in diesem Wahlkampf? Selbstverständlich. Sonst hätte ich ja nicht freiwillig mein Ministeramt zurückgelegt, weil ich weiß, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Das ist ja auch nicht der erste Wahlkampf für mich. Und ich bin mit der Einstellung, ich möchte Bundespräsident werden, ein Bundespräsident mit sozialer Kompetenz, ein Bundespräsident für den Interessensausgleich und ein Bundespräsident, der nicht neue Gräben gräbt in die Gesellschaft. Das ist der Ansatz. Und es ist natürlich klar, dass im Zuge des Wahlkampfs durch einige Aussagen der Mitbewerberinnen und der Mitbewerber einiges polarisiert wurde, keine Frage. Teilweise glaubt man, es wird die Regierung neu gewählt, es wird der Nationalrat neu gewählt. Es wird ja irrsinnig viel vermischt. Das immer wiederum klarzustellen, es geht um das höchste Amt im Staat und es geht um ein sehr politisches Amt, wo man auch sehr viel politische Gestaltungserfahrung braucht. Und das geht es. Und ich habe mich in Wahrheit sehr, sehr wohl gefühlt, weil ich habe im Gegensatz zu anderen sehr, sehr viele auch Betriebstermine gemacht. Mhm. Und ja. Was glauben Sie, warum ist es trotzdem so, dass Ihnen viele Kommentatoren und viele Leute eine gewisse Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit im Wahlkampf nachsagen? Nein, es ist weder Lustlosigkeit noch Gleichgültigkeit. Ich stehe für sachorientierte Politik. Von mir haben Sie auch als Minister, auch als ÖGB-Präsident sehr selten die Schlagzeile von morgen gehört, als Populist. Das bin ich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Dafür stehe ich. Ich stehe für sachorientierte, gestaltende Politik. Und demzufolge ist das manchmal so, dass die Medien vielleicht nicht die Schlagzeile von mir bekommen. Ja, aber dafür stehe ich. Und ich stehe auch zu meiner politischen Vergangenheit. Mhm. Und glaube, ich war nicht unerfolgreich. Wie viel man davon im Bundespräsidentenamt dann umsetzen kann, darüber reden wir heute natürlich noch ausführlich. Herr Kohl, sind Sie mit Ihrem eigenen Wahlkampf zufrieden? Ja, bin ich zufrieden. Ich fand den Wahlkampf vor allem völlig neu. Das erste Mal 6 Kandidaten. Mhm. Das erste Mal sozusagen ein angedeuteter Systemwechsel. Ich fand ihn spannend, ich fand ihn fair. Also ich finde, das Fairness-Abkommen ist von allen eigentlich respektiert worden. Das Tolle am ganzen Wahlkampf war, dass diese These von der Politverdrossenheit der Jugend absolut als falsch erkannt wurde. Die jungen Leute waren immer und überall dabei, hochinteressiert, haben mitdiskutiert, haben reagiert und es war richtig, dass wir den jungen Leuten das Wahlrecht mit 16 gegeben haben. Das hat sich sehr bewährt. Was mich also fasziniert hat in dem Wahlkampf war, auf der einen Seite wenig Themen. Das entscheidende Thema war Flüchtlinge. Und da ist wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt worden. Mhm. Zum Beispiel die Feststellung im Standardinterview von der Frau Griss, dass wir auch im heurigen Jahr 90.000 Flüchtlinge, ohne dass ein Notfall eintreten würde und man das regeln könnte, aufnehmen könnten und sollten. Das hat völlig hat den Wahlkampf total, jedenfalls in meiner Wahrnehmung,
völlig verändert. Mhm. Viele von den Leuten, die da unentschlossen waren und geschwankt haben zwischen den Kandidaten, für viele war das der entscheidende Punkt. 90.000 Flüchtlinge mehr. Das schaffen wir nicht. Sie springen mir da jetzt schon ins Inhaltliche. Ich wollte nur ganz gerne noch ein bisschen, ganz kurz noch beim Wahlkampf bleiben und Sie fragen, glauben Sie denn, dass Sie schaffen, in der Wahrnehmung der Menschen diesen Imagewandel vom sogenannten Zuchtmeister unter Schwarz-Blau zum gütigen Landesvater? Geht sich das aus? Naja, also ich bin mit sehr, sehr vielen Menschen zusammengekommen. Ich habe dreimal alle Bundesländer bereist. Ich habe an die 40.000 Fotos, ich habe das Gleiche gemerkt wie Sie, Herr Hofer, nach jeder Veranstaltung dreiviertel Stunde Fotos vorher und nachher. Es wurden 500.000 Mal abgerufen. Sagt jetzt aber nichts über den Imagewandel. Nein, aber da habe ich schon einen gewissen Imagewandel. Man hat den breiten Kohl, den bunten Kohl kennengelernt. Und ich muss sagen, so viel Sympathie, wie mir entgegengeflossen ist, habe ich gar nicht erwartet. Herr Lugner, wie ist das bei Ihnen? Bei Ihnen merkt man ja schon die Lust am Wahlkämpfen. Aber ist das alles nicht nur ein Vehikel für Ihr Geschäft? Schauen Sie, ich glaube, es geht darum, wir stehen in Österreich an einer Wende. 70 Jahre Zweite Republik, davon 50 Jahre rot-schwarze Koalition. Da fragt man sich, ist das noch eine Demokratie? Oder ist es eine Zwei-Parteien-Diktatur, wo sich die Roten und Schwarzen alle möglichen Posten verteilen? Die sind überall im Land verteilt. Nehmen wir zum Beispiel die verstaatlichte Industrie her. Solange die von Rot-Schwarzen dominiert war, haben sie Verluste gemacht. Nach der Privatisierung sind es mit denselben Arbeitern erfolgreiche Unternehmen. Und da, glaube ich, muss man mal drüber nachdenken. Wir stehen an einer Wende und ich glaube, mit Rot-Schwarz ist Schluss. Und einen roten oder schwarzen Bundespräsidenten, wie wir 70 Jahre gehabt haben, damit muss Schluss sein. Wir brauchen einen unabhängigen, aktiven Bundespräsidenten. Das war jetzt eigentlich auch gar nicht meine Frage. Ich wollte auch mit Ihnen gerne ein bisschen über den Wahlkampf noch reden. Und mir fällt irgendwie ein die Frage, wollen Sie gerne um das Amt des Bundespräsidenten kämpfen, weil Sie gerne Wahlkämpfen und unter Leuten sind? Oder könnten Sie sich tatsächlich vorstellen, Bundespräsident zu sein? Schauen Sie, das wird der Wähler am Sonntag entscheiden, ob ich eine Chance habe oder nicht. Und das muss man dem Wähler überlassen, der ist der Souverän unseres Landes. Klar. Wollte es von Ihnen wissen, ist mir jetzt nicht ganz so gelungen, Herr van der Bellen. Ich versuche es bei Ihnen, Sie haben sich am Anfang recht lange bitten lassen, zu kandidieren. Dann sind Sie aber voll in den Wahlkampf hineingestartet. Haben Sie aus Ihrer Sicht alles richtig gemacht? Man kann nie alles richtig machen. Aber insgesamt, finde ich, haben wir es verdammt gut gemacht. Haben Sie auch gut gemacht, diese Sache mit der unabhängigen Kandidatur? Oder andersrum gefragt, glauben Sie, ein Mensch weniger würde Sie wählen, wenn Sie sagen würden, ja, ich bin ein grüner Kandidat, bin ein grüner Parteikandidat, wieso denn nicht? Aber glauben Sie, dass mich ein Mensch weniger wählen wird, weil ich behauptet habe, ich bin ein unabhängiger Kandidat? Das glaube ich nämlich nicht, also mit Ausnahme von Frau Dr. Christ natürlich. Aber die würde mich sowieso nicht wählen. Ich wollte einfach von Anfang an das Überparteiliche des Amtes betonen und dieses Überparteiliche schon im Wahlkampf während der Kandidatur herausstreichen und betonen. Und insgesamt, finde ich, ist es ein Neben... Sind Sie Parteimitglied bei den Grünen? Ja, sicher, das habe ich ja nie bestritten. Das ist ein Parteimitglied, die Grünen zahlen ihren Wahlkampf und dann kriegen wir eine rot-schwarz-grüne Regierung. Herr ist das so? Jetzt tut mir leid, das weiß ich nicht, Herr van der Bellen. Ich denke nur, Sie hätten sich ja auch viele Fragen in diese Richtung ersparen können. Ja, das weiß ich nicht, dann wären halt andere Fragen aufgetreten. Ich finde, wir haben einen sehr originellen Wahlkampf gemacht. Unsere Plakate unterscheiden sich deutlich von allem anderen, was man bisher in dieser Republik gesehen hat, finde ich. Ja, über die Texte kann man immer streiten. Und wie gut das funktioniert hat, haben wir dann gesehen, wie ich gemerkt habe, die Zentralsekretariate von SPÖ und ÖVP werden nervös, die FPÖ nicht weniger. Und es ist ja schön, wenn man jetzt über bald 4 Monate in der Pole Position der Umfragen steckt, oder? Also dieses Maß an Zutrauen und Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Das finde ich schon ganz toll. Natürlich, am Sonntag wird sich herausstellen, ob alle meine Unterstützerinnen und Sympathisantinnen auch hingegangen sind und das richtige Kreuzel gemacht haben. Da bitte ich sehr darum, weil die Platz 1, 2, 3 können sehr knapp beieinander liegen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Da kann es um wenige hundert Stimmen gehen im Ernstfall. Und Platz 3 ist halt auch das Fallbein. Auch Platz 4 und 5 kann sehr knapp beieinander liegen. Auch Platz 4 und 5 kann sehr knapp bei Ihnen sein. Kann auch sehr knapp werden, aber es ist ziemlich irrelevant. Deshalb schlage ich. Das, was Sie jetzt von den Umfragen her meinen, das habe ich gemeint. Die Relevanz werden wir am Sonntag am Abend feststellen, aber Sie können versichert sein, wir werden alle sehr knapp beieinander sein. Wahrscheinlich wird es am Montag, wenn die 500.000 Wahlkarten stimmen. Absolut. Wir werden sehen. Es kann ein sehr spannender Wahlsonntag werden. Deswegen schlage ich vor, wir steigen jetzt gleich ein in die Diskussion ums tägliche Geschäft des Bundespräsidenten. Wer immer diesen Wahlkampf bisher verfolgt hat, der hat ja möglicherweise den Eindruck gewinnen können, das Staatsoberhaupt muss sich Tag aus, Tag ein mit nichts anderem als mit Angeloben oder Rausschmeißen von Regierungen beschäftigen. Dem ist natürlich aber nicht so. Da gibt es noch jede Menge anderer Aufgaben. Schauen Sie mal. Wer auch immer von Ihnen Bundespräsident, Bundespräsidentin wird, auf den kommen lange Arbeitstage zu. Und ich würde ganz gerne mit Ihnen besprechen, wie viel Spielraum Sie glauben, dass in diesen Arbeitstagen so fürs tagespolitische Geschäft möglicherweise übrig bleiben könnte. Deshalb, ich beginne jetzt mit Ihnen, Herr Hundsdorf, an Sie die Frage. Sehen Sie zum Beispiel heute und hier einen Anlass, wären Sie schon Bundespräsident, sich zu tagespolitischen Themen zu äußern? Und wenn ja, zu welchen? Ich hätte sicher mich zum Thema Asyl oder die Novelle, die jetzt vorliegt, sicher geäußert. Hätte sicher hier Vorbesprechungen mit der Regierung geführt. Ich weiß, von was ich rede. Ich war 7 Jahre Regierungsmitglied, war des Öfteren beim Bundespräsidenten. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Hätte mich aber auch informieren lassen über den Umsetzungsstand der Bildungsreform, weil das ja auch ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema ist. Aber äußern ist schon gemeint, öffentlich zu äußern. Ja, natürlich. Das hätte ich wahrscheinlich so getan. Dass, das Thema Asyl ist ja zum Beispiel heute ja vom Bundespräsidenten auch zum Anlass genommen worden, die Angelobung des neuen Innenministers, um sich öffentlich zu äußern. Und das hätte ich sicher schon getan in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich aber auch schon in der Vergangenheit das Thema Schule, weil das, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was sehr viel weit in die Zukunft auch für unser Land von hoher Relevanz ist. Aber bleiben wir kurz beim Thema Asyl. Da ist es ja nämlich so, dass gerade heute, wenn wir schon von aktuellen Anlässen sprechen, Ihre Wiener Parteifreunde gerade in der Begutachtung zum Entwurf dieses strengeren Asylgesetzes gesagt haben, nein, das wollen wir so eigentlich nicht. Wäre das etwas, was Sie öffentlich angesprochen hätten? Ich würde dringlich bitten, sich die Gesamtstellungnahme des Landes Wien wirklich anzusehen, weil in der Gesamtstellungnahme steht was ganz was anderes drin, als was öffentlich kommuniziert wurde. Punkt 1. Nein, es steht was anderes drin. Und Punkt 1 steht drin, gefährdet den europäischen Einigungsprozess. Nein, steht nicht drin. Es steht drin, das Land Wien ist grundsätzlich einverstanden. Aber das ist ein Punkt. Frage ist ja ganz anders. Jetzt sind die Begutachtungen abgeschlossen und jetzt geht es in diesem parlamentarischen Prozess weiter. Und natürlich muss man jetzt übers Wochenende das einarbeiten. Und als Bundespräsident hätte ich mich wahrscheinlich heute sicher schon erkundigt, wie schauen die Begutachtungen aus, spätestens morgen, und wie geht es jetzt weiter. Aber nicht öffentlich oder schon öffentlich geäußert? Das kann sein öffentlich, aber wenn das Ende der Begutachtung heute ist, wird man warten bis morgen, bis alles da ist. Und dann wird man sich wahrscheinlich übers Wochenende, würde man sich äußern. Herr Kohl, hätten Sie sich zum Beispiel in diesen Tagen öffentlich darüber geäußert, dass dieser geplante Grenzzaun im Burgenland deswegen ein Loch haben wird, weil da ein Grundstück der katholischen Kirche gehört und die sagen, nein, mit uns sicher kein Grenzzaun? Wäre das etwas für einen Bundespräsidenten? Also das glaube ich nicht. Der Bundespräsident hat die Macht des Wortes. Er muss sie aber sehr dosiert und vorsichtig einsetzen. Immer zu schreiten und sich immer ins Detail einzumischen. Der Bundespräsident ist nicht der Superbundeskanzler. Also diese Details interessieren den Bundespräsidenten sicherlich nicht.
Die Frage, dass das ordentlich begutachtet wird und dass das ordentlich beschlossen wird, das sind Dinge, die er ja verfolgen muss, weil er das Gesetz ja unterschreiben muss und beurkunden muss, dass der Prozess in Ordnung war. Also ich würde das Instrumentarium des Bundespräsidenten abgestuft nutzen. Da gibt es das Gespräch, das Zwiegespräch hinter der berühmten Tapetentür. Da gibt es Interviews in Tageszeitungen oder in Medien. Das würden Dann Sie nützen. Dann gibt es die große Rede. Und da, die große Rede würde ich so wie Gauck zu Grundsätzen machen. Ja, das ist eine andere Frage. Asylgeschichte, Tagespolitik ist jetzt die Frage. Na, Tagespolitik habe ich sehr klar gesagt. Ja. Da kann man hinter der Tapetentür immer wieder auf die Durchsetzung des Regierungsprogramms dringen. Aber nicht öffentlich. Auch, ja, wenn dann nichts passiert, ja, dann öffentlich. Ich meine, ich hätte schon viel früher als Heinz Fischer mir die Regierung und die Bürgermeister geholt und die Landeshauptleute schon im letzten Jahr und gesagt, wir brauchen eine schlüssige und kohärente Asylpolitik. Das ist nicht geschehen. Dann wurde gestritten und ich empfinde, dass der Bundespräsident gegenüber der Bundesregierung so die Rolle eines Fußballtrainers zur Fußballmannschaft hat. Über diese Rollendefinition reden wir dann noch im Detail, weil ich glaube, da gibt es einen Klärungsbedarf noch. Herr Hofer, würden Sie als Bundespräsident zum Beispiel in diesen Tagen, gestern, heute, kommentieren, dass wieder 500 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind? Das habe ich schon getan, weil das etwas ganz Schreckliches ist. Aber als Bundespräsident ist die Frage, ja, auch in dieser Funktion, weil klar ist, dass ein falsches Signal ausgesandt worden ist. Das, was Merkel getan hat, wir schaffen das, hat erst dieses Problem mit verursacht, dass viele Menschen mit einer Hoffnung kommen und dann aber erkennen müssen, dass wir das eben nicht schaffen. Und wozu ich mich auf jeden Fall geäußert hätte, wäre dieser Deal mit der Türkei. Ich halte das für ganz fürchterlich. Da wird am Weltfrauentag mit Gummigeschossen auf Frauen geschossen. Es wird eine Zeitung gestürmt, weil die anders berichten, als Erdogan das will. Die Frau des Präsidenten träumt von Harem. Also ich hätte dem wirklich alles entgegengesetzt, was man entgegensetzen kann. Die Türkei darf kein Mitglied der Europäischen Union werden. Das wäre ein riesiger Fehler. Ja, das ist relativ einfach, dann sich zu internationalen Entwicklungen auch als Bundespräsident zu äußern. Die Frage ist, würden Sie auch innerösterreichische Themen gleich mal kommentieren? So einfach ist das nicht. Schauen Sie doch einmal, dass wir oft erleben, dass Politiker aus Österreich hier das eine sagen und im Ausland das andere. Also hier in Österreich für die Sanktionen gegen Russland und in Russland plötzlich dagegen. Und da muss man Haltung bewahren. Herr van der Bellen, wie weit würden Sie einsteigen in die Tagespolitik? Hätten Sie zum Beispiel die Angelobung des neuen Innenministers heute genützt, um auch über das Asylgesetz irgendwas zu sagen gleich? Ich glaube nicht. Aufgabe des Bundespräsidenten ist es nicht, um die Schlagzeile des nächsten Tages zu kämpfen. Also ich habe ja lang genug politische Erfahrung, auch als Clubchef und Parteiobmann der Grünen seinerzeit, und weiß, wie das Tagesgeschäft im Normalfall ist, also bei Parlamentsparteien zum Beispiel, aber bei Landtagsparteien gilt das vielleicht etwas weniger, aber bei Parlamentsparteien auf jeden Fall. Da sind sie wirklich immer auf der Jagd nach einem Thema und wem kann ich das erzählen und wie lautet die Schlagzeile? Möglichst viel jeden Tag, oder? Das ist nicht Aufgabe des Bundespräsidenten. Der soll sich eher vornehm zurückhalten, er soll diplomatisch wirken. Es kann ihm ganz gleich, also wenn er vermittelnd tätig wird, auch im Einvernehmen oder zusammen mit der Bundesregierung zum Beispiel, finde ich, er muss auch die Größe haben, den Erfolg dann den anderen zu gönnen. Wir können ruhig einmal die anderen, nämlich in dem Fall die Bundesregierung, der eine oder andere Minister, in die Medien gehen damit. Und man sitzt halt in seinem Zimmer in der Hofburg und freut sich, dass es geklappt hat. Aber es muss nicht, und ich finde, es darf auch nicht, dieser politische Kampf um die Zeilen in den Medien sein. Noble Zurückhaltung, also als Devise sozusagen, Frau Wiss. Sie haben jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt. Zurückhaltung, ja. Sie haben jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt, sich eine Antwort zu überlegen. Könnte natürlich auch sein, dass ein zurückhaltender Bundespräsident, eine zurückhaltende Bundespräsidentin dann irgendwann mal in Vergessenheit gerät, dass sie überhaupt noch da ist, oder? Hätten Sie diese Sorge nicht? Also ich glaube schon, dass der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin zu ganz wesentlichen Themen wie jetzt die Verschärfung des Asylrechts schon auch was sagen kann. Das ist kein bloßes tagespolitisches Thema. Das ist eine neue Weichenstellung. Auch, dass jetzt die Möglichkeit für die Regierung geschaffen wird, so eine Notstandsverordnung zu erlassen. Das bringt sehr viel Verunsicherung. Die Leute wissen gar nicht, was das eigentlich ist.
die glauben auch zum Teil, der Notstand ist schon da und die Verordnung tritt jetzt schon in Kraft. Also ich glaube schon, dass das ein ganz grundlegendes Thema ist, das über ein tagespolitisches Thema hinausgeht. Und wir haben das ja heute gesehen, wenn Sie die Kronenzeitung gelesen haben, sagt auch der Herr Innenminister, 90.000 Asylanträge jedes Jahr sind kein Staatsnotstand. Also ich bin in bester Gesellschaft. Ich habe gestern in dem Standard-Interview nur gesagt, auf die Frage, wer 90.000 Anträge in diesem Jahr ein Notstand, wenn das wieder wäre. Ich habe gesagt, nein, man muss die Asylverfahren beschleunigen, man muss das neu strukturieren. Das sagt übrigens auch der Herr Innenminister. Aber diese grundsätzliche Frage, wo stehen wir jetzt in der Asylsache? Welche Haltung hat jetzt Österreich? Wie geht das weiter? Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, das über die Tagespolitik hinausgeht. Und würden Sie aber auch kommentieren? Es geht ja nicht um den Notstand, Frau Gries. Nein, es geht um die Gefährdung der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit. Herr Kohl, das ist der Notstand, und nein, welche gefährdet sind. Ich habe das Gesetz mit. Ja, es geht nicht um den Notstand, da hat der Innenminister schon recht. Das ist es eine geht um die Gefährdung der öffentlichen Ordnung, ja, und Herr der Kohl, Sicherheit. Das ist ja richtig. Und das haben von Sie Ihnen nicht gewusst bei Ihren 90.000, die nein, Sie da Herr Kohl, einwinken wollen. Ich weiß schon. Herr Kohl, Frau Gries, ich weiß schon, Sie möchten sich gerne über dieses Thema auseinandersetzen. Nein, aber Sie können das danach besprechen. Es wird nicht die Entscheidung des künftigen Bundespräsidenten sein. Nein, Herr Kohl, das ist eine böswillige Unterstellung. Herr Kohl, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Frau Gries, Herr Kohl, ich würde, Sie können gerne das diskutieren, vielleicht nachher auch noch. Ich würde nur gerne hier die Runde noch abschließen, bevor wir dann zu inhaltlichen weiteren Punkten kommen. Mit Ihnen auch, Herr Lugner, unter Frage, wie würden Sie es denn halten mit der Tagespolitik? Kennen Sie sich bei allen Themen, würden Sie sich bei allen Themen sofort zu Wort melden? Die Politik wird natürlich von der Regierung gemacht, aber der Bundespräsident ist das oberste Organ und hat einfach zu schauen, dass das, was in der Regierungserklärung steht, auch wirklich umgesetzt wird. Und dann, glaube ich, haben wir momentan einen derartigen politischen Stillstand. Wir sind in der Wirtschaftsentwicklung Schlusslicht. Vorher waren wir vor Deutschland. Und da muss man mit der Regierung auch einmal sprechen, was tun wir, damit wir unsere Probleme lösen. Wir haben 500.000 Arbeitslose. Habe ich verstanden. Die Frage ist nur, würden Sie sich täglich oder alle paar Tage mal öffentlich zu Wort melden? Nein, ich glaube, in Interviews oder so? Man sollte das Gespräch in aller Ruhe suchen, gar keine Frage. Aber man muss mehr Druck auf die Bundesregierung ausüben, damit wir wirtschaftlich entweder zu einem Erfolg kommen. Wir sind ja momentan Schlusslicht in der Wirtschaftsentwicklung und damit muss einmal Schluss sein. Das eine, und ich glaube, als Bundespräsident, der vom Volk gewählt wird, sollte man auch ein bisschen zum Volk hinausgehen. Jeder Landeshauptmann, der angelobt wird, muss zu der Tapetentür gehen. Da würde ich doch nach Innsbruck hinausfahren oder nach Klagenfurt und die dort angeloben, so wie man den Präsidenten in Amerika auch in aller Öffentlichkeit angelobt. Das, glaube ich, sollte ein volksnaher Bundespräsident auch tun. Dass Sie mit öffentlichen Auftritten kein Problem haben, ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Aber reden wir jetzt ein bisschen darüber, was bekomme ich einen tadelnden Zeigefinger gezeigt. Reden wir ein bisschen darüber, warum sich der amtierende Bundespräsident veranlasst gesehen haben mag, im Zusammenhang mit diesem Wahlkampf von Allmachtsfantasien zu sprechen, Herr Hundsdorfer. Sie plakatieren Sicherheit. Sie interpretieren das in Interviews dann immer mit sozialer Sicherheit und tun damit irgendwie so, als könnten Sie als Bundespräsident das durchsetzen. Verwechseln Sie da nicht die Kompetenz Ihres früheren Amtes als Sozialminister mit der des Bundespräsidenten? Nein, überhaupt nicht. Und es ist vollkommen klar, als Bundespräsident ist man nicht die Regierung. Das ist ja vollkommen logisch. Aber man kann als Bundespräsident etwas tun, was einem das ganze Leben wichtig war. Und mir war mein ganzes Leben lang wichtig die soziale Sicherheit im breitesten Sinne des Wortes. Ja, was können Sie tun, ganz konkret? Ich kann zum Beispiel dafür mitsorgen, dass die Ausbildungsgarantie, die ich ins Leben gerufen habe als Minister, dass das auch wirklich weiterhin umgesetzt wird. Wie das kann ich tun. Sie das, wie durch reden, Sie dafür durch reden, durch reden, durch reden. Und sehr viel reden. Leise reden, laut reden, durch sehr viel reden. Da was kann ist, wenn die Regierung bewegen. Sagt, da rein, da raus? Das glaube ich, wenn man sehr laut spricht und auch das an Beispielen anhand von Jugendlichen dann sehr plakativ tut, dann glaube ich, ist das rein, raus, vorbei. Also das Sie heißt, glauben, man kann die überzeugende Kraft des Wortes? Die überzeugende Kraft des Wortes. Weil das war ich keine heiße Luft, irgendwann immer nein, nur spricht. Sie gestatten, dass ich heute solche Einwände überhaupt nicht mehr eingehe. Weil dafür ist das Amt wirklich viel zu wichtig. Mhm. Sondern es geht schlichtweg darum, man kann durch Gespräche
kann man einiges bewirken. Und das ist für mich ein Lebensmotto immer gewesen. Ich musste immer mit sehr unterschiedlichen Gruppierungen reden. Ich war schon in vielen Funktionen sehr, sehr überparteilich tätig und musste demzufolge mit allen Parteien unter anderem reden. Ich habe auch das Vergnügen gehabt, mit Herrn Prinzhorn 2 Stunden lang über ein Gesetz zu verhandeln. Wir haben einen Konsens dann zusammengebracht. Warum ich das Beispiel bringe, ist deshalb, weil es ganz einfach, glaube ich, wichtig ist, hier dieses Amt kann man auch für politische Gestaltung mitverwenden, wissend, man ist nicht die Regierung, nicht das Parlament. Keine Allmachtsfantasien also. So ist es. Fragen Sie. Herr Kohl, Sie haben es schon angedeutet, Sie sehen das Amt des Bundespräsidenten als die eines Fußballtrainers. Jetzt kenne ich mich nicht besonders gut aus mit Fußball, aber eines weiß ich ganz bestimmt. Der Fußballtrainer, also Marcel Koller zum Beispiel, der Teamchef, der bestimmt schon die Aufstellung des Teams. Der kann nach Gutdünken Spieler austauschen, reinschicken, rausholen, wie er will. Das kann der Bundespräsident natürlich nicht mit der Regierung machen. Vermitteln Sie da nicht ein völlig falsches Bild, ganz bewusst, der Kraft und Stärke und Macht des Bundespräsidenten? Nein, also die Allmachtsfantasien, die Heinz Fischer angesprochen hat, waren hier genau die Fantasien, dass man als Bundespräsident das Parlament jederzeit auflösen kann, dass man als Bundespräsident sozusagen den Bundeskanzler und die Regierung entlassen kann. Der Kollege Hofer hat ja davon gesprochen, er würde die Regierung sofort nach Hause schicken. Aber jetzt, glaube ich, haben Sie das ein bisschen Wasser in Ihren Wein geschüttet. Nein, überhaupt nicht. Vorher hätte ich Sie entlassen, sofort. Sie entlassen? Ja, natürlich. Das sind natürlich. Und natürlich. Die Frau Griss möchte Expertenregierungen und Minderheitsregierungen. Und Sie möchten jedes Jahr Spieler austauschen, das sind die Allmachtsfantasien. Ja. Das sind die. Was kann der Bundespräsident? Der Bundespräsident ist meiner Meinung nach keiner, der mit der Regierung in Konflikt steht, sondern er ist ein Brückenbauer. Die Tore schießt die Regierung, der Fußballkapitän ist also der Chef der Mannschaft. Der Bundespräsident kann natürlich die Aufstellung besprechen, die Strategie besprechen. Und wenn er glaubt, dass überhaupt nichts mehr geht, dann kann er genau das machen, was Sie gesagt haben, dass er nicht machen kann. Er kann den Bundeskanzler entlassen, er kann über dessen Vorschlag auch Minister entlassen. Das aber kann nur über dessen Vorschlag, nicht ja, von selber. Aber er also, kann ja den Bundeskanzler ohne Vorschlag entlassen. Den das, schon, aber nicht ja, einen einzelnen Spieler. Ja, also er kann den David Alaba nicht aber austauschen. Wissen Sie, das so, sind die Allmachtsfantasien, von denen gesprochen wird. Genau. Und da muss ich Ihnen sagen, Frau Turner, lernen Sie Verfassung. Ich habe es gelernt. Das wäre sehr und gut. Ich glaube, ja, ein Gespräch mit dem also, Herrn Marcel Koller wäre vielleicht sind, angebracht. Das sind an der Allmachtsfantasien. Stelle. Der Bundespräsident muss mit der Mannschaft gemeinsam schauen, dass für Österreich Erfolge erzielt werden. Genau. Meine Erfahrung zeigt mir, dass nur die Zusammenarbeit zwischen Bundespräsident und Bundesregierung diesen Erfolg sichert. Ich sage an dieser Stelle, Sie sind mit der Redezeit schon sehr weit vorne. Habe gelernt, Sie möchten keine Spieler austauschen, zumindest nicht, wenn es der Bundeskanzler nicht vorschlägt. Das kann Herr ich Hofer, ja, das habe ich richtig verstanden, oder? Nein, ich kann ja gar nicht ohne Vorschlag des Bundeskanzlers. Darum sage ich ja. Eben, so habe ich es richtig verstanden. Herr Hofer, wecken Sie nicht auch falsche Erwartungen bei Ihren Wählern, wenn Sie so tun, als könnte das Staatsoberhaupt zum Beispiel, wenn es gerade will, für strengere Ausländergesetze sorgen? Also ich wecke überhaupt keine falschen Erwartungen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der ohne Maske in diesen Wahlkampf geht. Ich habe mir das erst angesehen. Wie sich die Kandidaten verstellen. Ja, Dr. Kohl ist jetzt Jörg Haider plötzlich im Auftreten. Aha, das ist ganz neu. Rudolf Mustafer hat vor kurzem gesagt, er kommt aus der Wirtschaft. Aber Sie fahren keine Porsche. Van der Bellen sagt, er ist kein Grüner. Ich finde es eigentlich toll, dass Sie Dr. Griss sagt, sie ist bürgerlich, obwohl sie sagt, 90.000 jedes Jahr sind kein Problem. Mhm. Und die Türkei kann die EU beitreten. Also, Sie sind ehrlich, Herr Lugner, Sie sind so, wie Sie sind. Zwei Ehrliche. Ja. Also, ich sage Ihnen, ich sage die Dinge so, wie sie sind und ich kann Dinge beeinflussen, weil ich sage, ich bin bereit, wenn etwas gar nicht funktioniert. Auch, na, aber ein Signal auch, ist es schon, wenn Sie in den letzten Tagen des Wahlkampfs plötzlich so eine alte politische Idee aus der Mottenkiste holen, die da lautet, es muss eine eigene Sozialversicherung für Ausländer geben. Die gibt es seit den 90er Jahren, diese Idee. Und ganz plötzlich, eine Woche vor der Bundespräsidentenwahl, taucht sie auf, so als könnten Sie das als Bundespräsident umsetzen. Erstens habe ich gar keine Kiste. Und zweitens gebe ich ehrliche Antworten, wenn ich gefragt werde. Ich wurde gefragt, wie ich dazu stehe. Und ich habe meine Meinung dazu gesagt. Ich bin der Meinung, dass sich Österreich vornehmlich um die Österreicher kümmern muss, auch um die anderen Menschen, die im Land sind, aber zuerst um die Österreicher. Ja, das ist einmal ganz wichtig für mich und auch in der Funktion als Bundespräsident werde ich mich, möchte ich mich zuerst um die Österreicher kümmern.
Das ist mein Zugang. Auch mit einem solchen Gesetz, das Sie dann als Bundespräsident natürlich nicht umsetzen können. Sie werden sich wundern, was alles gehen wird. Ja, möglicherweise werden wir uns alle noch wundern. Ich fürchte auch, dass wir uns wundern werden. Herr Van der Bellen, haben Sie nicht auch mit Ihrem durchblicken lassen, wenn man so sagen will, auf Dauer eine freiheitliche Regierungsbeteiligung irgendwie verhindern zu können, bei Ihren Fans und Wählern ganz falsche Erwartungen geweckt? Das glaube ich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht im Jänner, dass auch viele Journalisten mit der Bundesverfassung überhaupt nicht vertraut sind. Mhm. Vor allem nicht mit den Rechten und Pflichten des Bundespräsidenten. Und natürlich muss man unterscheiden zwischen den Rechten, die er hat, laut Bundesverfassung, und dem, was er dann in der Praxis unter ganz bestimmten Umständen machen will, machen kann. Da gibt es schon einen Unterschied, das sehe ich schon. Was die Aussage von dem sehr geschätzten Heinz Fischer betrifft, würde ich sagen, ich glaube, keiner von uns glaubt, dass der Bundespräsident allmächtig ist. Aber fantasievoll dürfen wir schon sein. Selbst Heinz Fischer war fantasievoll, wenn man so will, indem er nämlich eine Drohung in den Raum gestellt hat, die den Rechten des Bundespräsidenten entspricht, aber noch nie wahrgenommen wurde. Nämlich, es waren Nationalratswahlen. Die SPÖ war stärkste Fraktion im Nationalrat. Und die ÖVP hat sich nach wenigen Tagen aus den Verhandlungen zurückgezogen. Über Wochen. Und dann hieß es eines Tages, sagen wir, ein Mittwoch, Heinz Fischer wird kommende Woche eine Minderheitsregierung der SPÖ, Gusenbauer, angeloben, mit milder Unterstützung der Grünen. Wir hätten ja trotzdem keine Mehrheit gehabt. Und erstaunlicherweise saß die ÖVP am nächsten Tag, am Donnerstag, wieder am Verhandlungstisch. Das, finde ich, war ein geschicktes Einsetzen der theoretischen und rechtlichen Möglichkeiten des Bundespräsidenten. Es war dann nicht notwendig, das in die Praxis umzusetzen, weil die Drohung gewirkt hat. Also einfach Verhandlungsdruck aufbauen, meinen Natürlich. Sie damit? Das ist eine Sache. Und was das andere betrifft, ich bin tatsächlich der Meinung, dass Österreich in der europäischen Familie gut aufgehoben ist. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die österreichischen Interessen nicht gut vertreten sind, wenn dauernd fantasiert wird von einem Austritt aus der EU, einer ständigen Schwächung der EU, der Wiedererrichtung der alten Grenzen. Ich bin der Meinung, das ist wirtschaftspolitisch ein katastrophaler Fehler, das zu tun. Und es tut mir leid, eine Partei in Österreich, die FPÖ, predigt uns seit Jahr und Tag genau das. Und dann erwarten Sie von mir als Bundespräsident, dass ich sage, na kein Problem, den werden wir zum Bundeskanzler aber machen. Den Wählen muss man schon respektieren. Ja, selbstverständlich. Ja, aber das wollten Sie aber doch nicht. Aber nicht einmal Sie werden glauben, dass die FPÖ bei der nächsten Wahl die aber absolute Mehrheit... Aber Sie haben Mehrheit das doch gesagt, Herr Van der Bellen. Reden wir von Sie faktischen immer, Dingen. Sie die relative den Mehrheit könnten Professor. Sie machen. Sie haben das Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, zwei Möglichkeiten. Muss der Bundespräsident den Chef der stärksten Fraktion im Nationalrat beauftragen mit der Regierungsbildung? Nein, kein Wort steht darüber in der Verfassung. Sie haben ich gesagt, bin überzeugt, wenn die FPÖ 50% dass ein Bundespräsident macht, Hofer, 50% macht, wenn er denn Bundespräsident ist, Sie nichts einigeres zu tun haben wird, das haben Sie als Herrn Strache zum Bundeskanzler zu machen. Wir haben ja, und wir haben ja, meine Herren, und dann eigentlich auch der Usus, dass im Nationalrat der Präsident von der stärksten Fraktion gestellt wird. Ich habe dann gesagt, haben wir genau ich das, den Grünen angelobt. Dann haben wir das, was Sie vorhin angedeutet haben, halb im Off, da werden wir uns noch wundern, was alles passieren wird. Meine Herren, Sie würden eine FPÖ nicht angelobt. Ich unterbreche das jetzt hier, weil ich genau diesen Eindruck nicht erwecken möchte, der, glaube ich, entstanden ist, auch im Wahlkampf, noch einmal zu sagen, hauptsächlich beschäftigt sich der Bundespräsident nicht, mit nichts anderem als dem Angeloben und dem Rausschmeißen von Regierungen. Es war nur die Frage, welchen Eindruck erweckt man bei seinen Wählerinnen und Wählern und kann man diese Versprechen oder diese Dinge dann auch irgendwie erfüllen? Dass ich mich mit bestem Wissen und Gewissen dafür einsetzen werde, diesen Schaden von Österreich abzuwenden, ist für meine Wählerinnen und Wähler, glaube ich, sehr wichtig. Der Wählerwille haben ist wir kein verstanden. Schaden, Herr Professor. Der Wählerwille ist kein Schaden. Gott, das haben wir jetzt festgehalten, Frau Gries. Sie bemühen in diesem Wahlkampf völlig zu Recht immer Ihre Rolle als unabhängige Kandidatin, sagen Sie, haben mit den Parteien nichts zu tun. Ein bisschen rosa ist sie aber schon. Bitte? Ein bisschen rosa ist sie schon. Das sehe ich gerne. Na ja. Herr Lugner, wie Sie das einschätzen, bleibt Ihnen natürlich überlassen. Aber die Frage an Sie, Frau Gries, wenn Sie gewählt würden, könnten Sie doch als Bundespräsidentin an der Macht der Parteien in diesem Land genau gar nichts ändern, oder? Das stimmt nicht.
Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin hat ein gewichtiges Wort bei der Besetzung der höchsten Staatsfunktionen mitzureden. Und da kann ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin sehr wohl darauf hinwirken, dass parteipolitischer Einfluss keine Rolle spielt. Dass niemand kommen kann und sagen, wir nehmen den Herrn X oder die Frau Y, weil das ist ein Parteifreund von uns. Ich weiß, es gibt Kommissionen, nur zufälligerweise ist dann der oder die am besten qualifiziert, der oder die das richtige Parteibuch hat. Und das ist ein Einfallstor für parteipolitische Interessen. Und ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin, die niemandem verpflichtet ist, die braucht auf sowas nicht zu hören. Und das ist das Entscheidende. Das ist die wahre Unabhängigkeit. Denn da kann niemand sagen, du bist uns was schuldig. Wogegen bei anderen, die das finanziert haben, damit jemand in ein Amt kommt, ist die Situation anders. Aber es ist die Frage nicht auch irgendwie, wie kann man denn einen demokratischen Staat anders oder besser, wenn Sie das meinen, organisieren als in einem Parteiensystem? Das spricht ja nicht dagegen, dass es Parteien gibt, aber es spricht sehr wohl dagegen, dass Parteien überall ihre Hand drauf haben und ihre Parteigänger in Funktionen setzen, für die sie nicht geeignet sind. Und das sind Dinge, die wir erleben in Österreich. Wir wissen das, also das kann niemand bestreiten. Das kommt immer wieder vor, dass jemand ein Amt erhält aufgrund seiner Parteizugehörigkeit. Denken Sie an die Schulen. Wir haben rote, schwarze Schulen, in Wien jetzt vielleicht auch grüne Schulen. Und da muss der Direktor oder die Direktorin das richtige Parteibuch haben. Würden das Sie nicht unterschreiben Faktum als Bundespräsidentin, wenn da ein Parteikandidat daherkommt? Oder wie ist das wenn zu verstehen? Der nicht oder die nicht qualifiziert ist, nein. Wenn sie jetzt qualifiziert ist, aber dann bitte? Schon, oder? Aber wenn dann, sie natürlich, das ist ein Ausschlussgrund. Nein, also aber das Parteibuch okay. kann die Qualifikation nicht ersetzen. Das ist klar. Aber wenn jemand qualifiziert ist, gehört einer Partei, spricht ja nichts dagegen. Natürlich. Herr Lugner, ja. Darf ich, Frau Sie wollen einen Einspruch? Satz unterstützen? Ja. Wir haben jede Menge Objektivierungsgesetze und Objektivierungskommissionen tatsächlich beschlossen. Aber das Erstaunliche ist, dass in den wichtigen Positionen, an den Spitzenpositionen, trotzdem immer ein Roter oder ja. eine Schwarze herauskommt. Die sind immer am besten qualifiziert. Das ist nicht erstaunlich? Haben wir ja schon. Ja. Ja, ja, das ist so. Im Rechnungshof sitzt ein Blauer, nur dass man darf das korrigiert. Darf ich auch einen Satz sagen? Noch sagen, ja. oder? Das im Moment noch. Einen Satz noch. Einen kurzen Einschluss, Sie sind sehr weit vorne in der Redezeit, der, ich sag's der derzeitige mal. Bundespräsident hat bereits diese Objektivierung, völlig, die im Gesetz vorgesehen ist, völlig durchgeführt. Also das ist eine Vergangenheit. Herr Lugner. Die Praxis ist die Praxis. Bei einem Schuldirektoren schon lange nicht mehr. Herr Lugner, Sie tun in, rappen ja in Ihrem Wahlkampf und da rappen Sie der Bevölkerung vor, ich zitiere das jetzt, Ihren Text, Zitat, wenn die Regierung Scheiße baut, wird sie einfach ausgekaut. Machen Sie den Leuten dann nicht etwas vor, dass sie dann so alle 14 Tage, wenn Ihnen was nicht gefällt, die Regierung raushauen? Aber grundsätzlich, das, was der Herr Hofer schon gesagt hat, wenn die Regierung nichts weiterbringt, dann muss man Gespräche führen, wie alle meinen, Gespräche sind das Wichtigste. Manchmal ist es halt heiße Luft. Und dann muss man halt schon darüber nachdenken, dass der Bundespräsident die Möglichkeit hat, den Kanzler zu entlassen oder die gesamte Regierung. Und dann eine neue Regierung angeloben kann, der dann beauftragt, dass man das, was man falsch macht, endlich besser macht. Wir haben doch einen totalen wirtschaftlichen Stillstand. Es geht nichts mehr weiter. Und die roten und schwarzen Kandidaten haben ja nicht deswegen schlechte Umfragewerte, weil sie so schlecht sind, sondern sie haben schlechte Umfragewerte, weil die Leute von Rot und Schwarz einfach bis zur Nase alles voll haben. Und damit muss man mal aufhören, immer nur Rot-Schwarz besetzt alle Posten. Jetzt geht der Rechnungshofspräsident in Pension im Juni und da wird schon darüber gesprochen, wird es ein Roter oder ein Schwarzer? Warum muss das ein Roter oder ein Schwarzer sein? Bis jetzt war es ein Blauer, das hat gut funktioniert. Nur die Regierung hat sich nicht geschert darum, was der ihnen gesagt hat. Gut, also Sie bleiben bei Ihrem sozusagen Plan, auch wenn wir das Wording jetzt hier nicht nochmal wiederholen möchten. Ich würde aber ganz gerne mit Ihnen an dieser Stelle auf die tatsächlichen Kompetenzen im Tagesgeschäft des Bundespräsidenten schon zu sprechen kommen. Vieles ist ja schon angesprochen worden jetzt auch. Was sind jetzt also eigentlich diese Kompetenzen? Es sind 40 Kompetenzen insgesamt aufgelistet, wenn Sie schauen möchten, auf der Homepage der Präsidentschaftskanzlei von der schon besprochenen Möglichkeit, eben Regierungen zu bestellen,
entlassen oder zu entlassen, über die Vertretung der Republik nach außen, mit der wir uns dann noch ausführlich beschäftigen, bis hin zur Ehelicherklärung unehelicher Kinder, gibt es auch. Heinz Fischer hat das genau 5-mal getan in seiner Amtszeit. Dann Begnadigungen natürlich, Orden verleihen, alles Mögliche gibt es da noch, Beamtenbestellungen unterschreiben und so weiter. Und jetzt sollten wir über diese habe ich gerade gesagt, Herr Lugner, das haben Sie gerade nicht gehört. Jetzt sollten wir darüber reden, was Sie von diesen Kompetenzen, Herr Hofer, beginne ich jetzt mal mit Ihnen, für wichtig halten, worauf Sie gern verzichten würden oder welche Kompetenzen Sie sich zusätzlich vielleicht noch wünschen würden. Ich glaube, der Präsident muss einmal das nutzen, was er hat, was ihm die Verfassung vorgibt und was er tun kann. Und da gibt es einen Punkt, der ist ganz wichtig, das Unterzeichnen von Staatsverträgen. TTIP wäre ein Staatsvertrag. Und bei TTIP kann der Präsident sagen, weil ein Staatsvertrag, ich unterzeichne aus politischen Gründen nicht. Und ich habe angekündigt, TTIP nicht zu unterzeichnen. Ich möchte dazu eine Volksabstimmung. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich meine Unterschrift verweigern, weil ich glaube, dass TTIP ein riesiger Schaden sein wird für unsere Wirtschaft, für die Arbeitsplätze und für den Konsumentenschutz. Also das ist ein ganz konkreter Punkt, wo der Präsident etwas tun muss, wo er Haltung zeigen muss. Ja, aber das ist ja jetzt nicht eine Kompetenz, die Sie neu erfinden müssten, oder? Nein, ich sage, das ist etwas, man muss das nutzen, was man hat. Ach so, aber keine Der Präsident kann wirklich viel tun, wenn er seine Kompetenzen wirklich nützt. Das war interessant, weil gerade Ihre Partei früher ja mal gesagt hat, entweder der Bundespräsident muss viel stärker werden oder man könnte ihn abschaffen. Das Amt. Ja, natürlich, schauen Sie. Bisher war der Präsident eher so wie ein Staatsnotar. Das Amt wurde früher so ausgeübt. Es war auch früh in Ordnung. Kirchschläger war sehr zurückhaltend. Das war in dieser Zeit genau richtig. Aber die Zeiten haben sich geändert. Im Jahr 2016 brauchen wir einen sehr, sehr aktiven Präsidenten. Wenn man das weiter so ausüben würde wie bisher oder wie vor Jahrzehnten, dann wäre das Amt eigentlich viel, viel zu schwach genützt. Das muss man ganz anders machen. Herr Kohl, während der Amtszeit von Thomas Klestil wollten Sie noch die Kompetenzen des Bundespräsidenten gar nicht ungern ein bisschen beschneiden. Ich nehme an, das wollen Sie jetzt nicht mehr. Aber was fällt denn für Sie unter Verfassungsschotter, wie Sie das mal bezeichnet haben, also unter unnötiges Zeug, das der Bundespräsident zu erledigen hat? Nein, Verfassungsschotter waren die 1300 Verfassungsgesetze, die weit verstreut herumgelegen sind, die vom Österreich-Konvent zur Aufhebung empfohlen wurden und die inzwischen aufgehoben wurden. Das hat mit der Zuständigkeit des Bundespräsidenten überhaupt nichts zu tun. Für mich ist der Bundespräsident Oberbefehlshaber. Er vertritt die Republik nach außen. Auch ich würde TTIP nicht unterschreiben, so wie wir alle im Übrigen nicht. Ja, das ist nicht wahr. Na ja, klar. TTIP ist also... Für die Landwirtschaft ist meiner Meinung, für die Landwirtschaft nicht erträglich. Aber Kombination Oberbefehl, den Sie noch nicht genannt haben, Vertretung der Republik nach außen, würde ich als Sicherheitspräsident Initiativen ergreifen für einen europaweiten Atomausstieg, weil die Terrorbedrohung für die Kernkraftwerke in unserer Grenznähe, Bohunice, Krško, Temelin, eine äußerste Gefahr darstellen und da sollten wir aussteigen. Und da kann der Bundespräsident eine Koalition der Willigen bilden, so ist der Fachausdruck in der EU. Stimmung und, machen kann er. Und das muss man in Europa, weil Europa, und da bin ich mit Herrn van der Bellen völlig einer Meinung, außerhalb Europa gibt es für Österreich keine Zukunft. Aber Stimmung machen kann er, Herr Kohl, Stimmung machen kann er, erzwingen kann der Bundespräsident natürlich auch da genau gar nichts. Aber nicht er kann sehr viel anregen. Er kann Stimmung machen. Er kann machen, nein, nicht Stimmung machen, er kann Leute einladen, kann Projekte mit dem Bundeskanzler und den Ministern schmieden, er kann dafür Konsens, also in einer aktiven Außenpolitik, Konsens erzielen. Ich will nur zeigen, Sie seid so unehrlich. ÖVP ist für TTIP und Schüssel ist im Atomkonzern tätig. Wissen Sie, das ist ein das Zugang. Das eine hat mit dem anderen darüber nichts viel zu tun. Miteinander zu tun. Nein, wirklich nicht. Der Schüssel ist ein Privatmann. Das eine und der ÖVP tut das andere. Und die, Herr Hofer, die FPÖ hat auch schon mal gesagt, den Bundespräsidenten abschaffen und Sie kandidieren. Also ich habe es Ihnen vorher erklärt. Ja, kandidieren also, Sie auch für das Amt? Weil ist, insofern ich habe Ihnen vorher erklärt, warum das so ist. Weil das Amt anders genutzt werden muss. Ich sind Sie jetzt die Anwälte von Herrn Kohl? Nein, bin ich nicht. Ist ausgestiegen. Ich bin die Anwältin des Publikums. Kein Atomkonzern mehr. Herr Kohl, ich habe eigentlich, meine Frage zielte ganz woanders hin. Gibt es Kompetenzen des Bundespräsidenten, auf die Sie gern verzichten wollten? Gibt es welche, die Sie zusätzlich gerne hätten? Oder finden Sie sich richtig so, wie es ist? Ich habe das beantwortet, indem ich dann nichts angemeldet habe. Wunderbar. Den Vorschlag, der wurde im Rahmen des Österreich-Konventes gemacht.
wo man eine Gesamtänderung der Bundesverfassung wollte. Da hätte man das Gleichgewicht anders strukturiert. Nachdem das nicht Gesetz wurde, ist es Geschichte. Ist Geschichte. Frau Gries, Sie haben schon gesagt, Sie würden als Bundespräsidentin darauf einwirken, wer jetzt zum Beispiel hohe Ämter oder hohe Funktionen im Staat bekommt. Würden Sie auf der anderen Seite aber auch verzichten auf das Recht oder auf die Aufgabe, jede einzelne Beamtenbestellung zu unterschreiben? Ich weiß gar nicht, ob der Bundespräsident das wirklich macht. Er ist ja viel delegiert, auch an die Minister. Also der Bundespräsident, jedenfalls mein Wissen ist das aus der Justiz, er nennt nur die Höchsten. Nur die Höchsten. Ja. Spitzenbeamtenbestellungen unterschreibt ja, aber das andere ist delegiert an die Minister, an die zuständigen Fachminister. Also das hält sich in Grenzen. Aber das Wichtige sind ja die Funktionsträger in diesen höchsten Staatsämtern. OGH-Präsident, Vizepräsident des OGH. Das geht über den Schreibtisch des Bundespräsidenten und viele andere hohe Funktionen. Aber wenn Sie vorher gesagt haben, Sie würden es nicht wollen, dass überall Parteikandidaten hinein interveniert werden, müssten Sie sich eigentlich jede Bestellung eines höheren Beamten bis hin zum Schuldirektor genau anschauen, um das überhaupt verhindern zu können. Ist das nicht völlig unrealistisch? Das ist nicht zwingend, weil ja das schon ein Zeichen wäre. Wenn bei den wirklich entscheidenden Funktionen im Staat darauf geschaut wird, dass die Qualifikation stimmt, dann wird das ja auch das Verhalten und das Klima im Land prägen. Ich glaube, der Bundespräsident, die Bundespräsidentin ist ja da eine Leitfigur. Und was er oder sie vorgibt, das wirkt sich dann aus. Und dann würde sich auch das Bewusstsein ändern. Und auch junge Leute würden wissen, wenn ich was erreichen will, wenn ich Karriere machen will, muss ich nicht zu einer Partei gehen, sondern wenn ich tüchtig bin, habe ich auch eine Chance. Herr Hundsdorfer, wie würden Sie das halten mit dem Unterschreiben von Bestellungen von Beamten und es wird ein bisschen nach Intervention riechen? Ich glaube, man muss hier was aufklären, weil ich glaube, es die reale Politikerfahrung fehlt. Das muss ich wirklich aufklären. Ich habe im Laufe meiner 7-jährigen Ministerzeit etliche leitende Posten neu besetzen müssen. Ich habe zum Beispiel alle 7 Sektionsleitungen mussten neu besetzt werden bzw. verlängert. Und ob Sie mir es glauben oder nicht, ich weiß von niemandem, welches Parteibuch er hat. Ja? Es hat von nie Interventionen bei Ihnen gegeben. Nein, das ist jetzt, weil es immer eine Objektivierung. Was glauben Sie, warum da jetzt alle lachen? Ja, weil das, schauen Sie, das ist genau das so Thema. Das ist genau das Thema. Wenn man natürlich permanent unterstellt, dass alles mit Parteibuch passiert, dann ist das etwas schon lange weg von der Realität. Und das ist das Thema. Weil der Bundespräsident bekommt ja die Vorschläge einerseits von Ministerien beziehungsweise auf der Grundlage dessen, was die Ausschreibungskommission festgelegt hat. Und jetzt muss man auch sich die Frage stellen, wie stellt denn jetzt der Bundespräsident eine Parteizugehörigkeit fest? Mit welchen Allmachtsfantasien soll denn das gehen? Und das nur zur Klarstellung. Und übrigens, ich habe in meinem Ressort 4 weibliche Sektionsleitungen und 3 Männer. Und Sie dürfen mir glauben, ich weiß wirklich nicht, wer hier wann wo Parteimitglied ist. In Ihrem früheren Ressort, nehmen Sie mich an, meinen Sie. Ja, selbstverständlich. Ja. Herr Lugner, der Bundespräsident kann auch, wenn er möchte, Ehrentitel schaffen und verleihen. Finden Sie das gut? Würden Sie davon Gebrauch machen oder würden Sie das abschaffen? Naja, da gibt es ja auch wieder Vorschläge. Also ich habe noch keinen Titel vom Bund, obwohl ich schon 83 Jahre bin. Aber es gab immer wieder Leute, die gesagt haben, ich schlage sie vor und das geht durch alle möglichen Gremien. Es ist halt nicht durchgegangen. Ich habe sie, also, beziehungsweise Orden. Also, da schlagen andere Leute vor und das wird ja von allen möglichen Leuten überprüft, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich habe zum Beispiel von der Gemeinde Wien, hat der Bürgermeister Zill gesagt, ich kriege ein goldenes Ehrenzeichen. Und dann hat der Stadtrat Swoboda gesagt, der Lugner hat ohne Baubewilligung gebaut, deswegen kriegt er gar kein Ehrenzeichen. Und dann hat der damalige Stadtrat Häupl gesagt, na, ein silbernes geben wir ihm. Aber wie Sie jetzt behandelt worden sind, ehrenzeichenmäßig, das kann, naja, ja schon, jetzt, aber das kann jetzt nicht einen Einfluss darauf haben, wie Sie das als Bundespräsident handhaben würden, schon, oder? Wenn jemand ein Ehrenzeichen bekommt, so muss es irgendetwas gegeben haben, warum man ihm das verleiht, diese Orden oder diesen Titel oder sonst was. Und das muss man von irgendwem prüfen lassen. Das wird ja auch, das macht ja nicht der Bundespräsident allein, sondern das geht durch Ministerien oder andere Gremien und die stellen fest, ist er geeignet, kann er jetzt technischer Rat werden oder Baurat oder sonst was. Und wenn das geprüft ist, dann hat der Bundespräsident die Aufgabe, das durchzuführen, wobei er das auch wieder delegiert.
und dass jemand anderer dem den Titel verleiht. Der Bundespräsident wird das nur selten machen. Es ist jetzt nicht das allerwichtigste Thema. Ich frage trotzdem nach, weil Sie auch in der Redezeit so weit hinten sind. Es steht ausdrücklich bei den Aufgaben dabei, der Bundespräsident kann Ehrenzeichen schaffen und verleihen. Das heißt, er kann sich auch eigene einfallen lassen. Würde Ihnen eins einfallen, das es noch nicht gibt bei uns? Naja, ich glaube, der Bundespräsident wird sicher nicht das selber machen. Er wird sich die Akte von den verschiedenen vorlegen lassen. Und wenn man ihm vorschlägt, der ist geeignet oder der hat was Tolles geleistet, dann wird er Ehrenzeichen kriegen. Aber da gibt es halt alle möglichen Ehrenzeichen. Wenn eine weiße Maus bei einem Staatsbesuch fährt, hat es auch schon irgendeine Belobigung oder was bekommen. Weiße Maus an goldenem Band. Danke, Herr Lugner. Herr van der Bellen, eine Kompetenz des Bundespräsidenten, die könnte einem in so einem modernen, aufgeklärten Rechtsstaat doch etwas stutzig machen. Und das ist die Kompetenz zur Begnadigung. Der amtierende Bundespräsident hat letztes Jahr zu Weihnachten 20 Straftäter begnadigt. Finden Sie, dass das noch zeitgemäß ist und würden Sie davon Gebrauch machen? Ich würde durchaus davon Gebrauch machen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Der Bundespräsident handelt ja in aller Regel in solchen offiziellen Funktionen auf Vorschlag der Bundesregierung. Mhm. Auf Vorschlag. Ich nehme an, dass auch in diesen Fällen das Justizministerium den Vorschlag macht, bitte begnadigen Sie folgende 20 Häftlinge aus den und den Gründen. Da wird ja dann im Einzelfall dabei stehen, warum. Ja. Das wird sich der Präsident anschauen und in aller Regel akzeptieren. Warum sozusagen jetzt das über den Umweg des Bundespräsidenten läuft, ob der Justizminister das von sich aus könnte, ist wahrscheinlich im Konvent erwogen worden, möglicherweise nicht. Aber ist auch problematisch, lieber eine neutrale Stelle, eine überparteiliche Stelle wie der Bundespräsident und nicht unmittelbar in der Regierung. Ja, aber es riecht doch ein bisschen nach so kaiserlichem Gnadenrecht, oder? Hat das nicht so ein bisschen diesen Appeal? Ja, danach riecht es, aber es geht doch um konkrete Personen. Und wenn das sogar das Justizministerium, sage ich, findet, hat seine oder ihre Strafe hinreichend abgebüßt, dann werde ich nicht sagen, das stimmt nicht. Ja, die Frage ist nur, warum es dann der Bundespräsident auch noch unterschreiben muss und sowieso nicht nachschaut, ob seiner Meinung nach das auch wirklich passt, oder? Beziehungsweise, ob es nicht andere gegeben hätte, die ebenso hätten begnadigt werden. Ja, Aber ich finde, das ist in Ordnung. Gut. Lassen Sie uns an dieser Stelle, wenn Sie einverstanden sind, mal einen Blick auf die Verteilung der Redezeit werfen. Wir sind eine knappe Stunde auf Sendung und so schaut's aus, Herr van der Bellen. Sie haben einen Sie sind fast gleich auf mit Andreas Kohl, der liegt ganz vorne. Und alle anderen sind in etwa gleich lang gewesen. Also das passt, wir kriegen das noch hin. Wir holen das noch auf, die beiden Herren sind weit voran. Und wir kommen zum Kapitel der internationalen Vertretung, die ja dem Bundespräsidenten laut Verfassung zusteht. Da heißt es nämlich in Kapitel 65 Absatz 1 der Verfassung, der Bundespräsident vertritt die Republik nach außen. 191 Reisen hat der amtierende Bundespräsident in seiner Amtszeit absolviert und auch seine Vorgänger haben von diesem Recht durchaus reichlich Gebrauch gemacht. Die Bundespräsidenten viel auf Reisen. Diese Kompetenz der Vertretung nach außen, das haben ihre Vorgänger sehr unterschiedlich interpretiert, muss man sagen. Vor allem Thomas Klestil wollte ja am liebsten mit den Staats- und Regierungschefs gemeinsam an einem Tisch sitzen, den EU-Beitrittsvertrag
unterschreiben und so weiter. Deshalb meine Frage an Sie alle, wie würden Sie denn diese Kompetenz der Vertretung nach außen interpretieren und leben? Eher so, wie es Thomas Klestil wollte? Wären Sie eher so ein hochdekorierter Handelsdelegierter Österreichs oder eher so das Modell Queen, repräsentieren gerne, aber einmischen? Nein, danke, Herr Lugner. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass der Bundespräsident Reisen unternimmt, wo er die wirtschaftlichen Beziehungen mit verschiedenen Ländern, mit denen es wichtig ist, einfach weiter ausbaut und schaut, dass große Delegationen mitnimmt, damit die österreichische Wirtschaft auch im Ausland Erfolge einfährt. Und dann gibt es natürlich auch Friedensmissionen, wo der österreichische Bundespräsident durchaus versuchen kann, in Konfliktfällen einzugreifen und versuchen, mit seiner Rede und mit beiden Partnern zu sprechen, zu helfen, dass wir die Konflikte lösen. Das sind zum Beispiel? Fällt Ihnen ein Beispiel ein? Naja, eines, das der österreichische Bundespräsident nicht lösen kann, ist, glaube ich, Israel und Palästina. Da müssen die Amerikaner an die heran. Nein, eines, das er lösen kann vielleicht. Fällt Ihnen ein Beispiel? Ukraine zum Beispiel, aber da ist auch schon viel zu viel Großmächte sind da im Spiel. Mhm. Ja, Frau Gries, Queen oder Klestil? Kann schon mal passieren, dass man die verwechselt. Also Klestil hat sich da geirrt. Natürlich vertritt den Staat in der EU der Regierungschef. Und das ist nicht der Bundespräsident, sondern der Bundeskanzler. Also was auf Korfu passiert ist, wird nicht mehr passieren. Aber ich glaube schon, dass der Bundespräsident, die Bundespräsidentin da eine sehr wichtige Funktion hat. Natürlich kann der Bundespräsident, die Bundespräsidentin nicht eigenständig Außenpolitik machen. Die Außenpolitik macht der Außenminister in Abstimmung mit der Regierung. Wird der Bundespräsident, die Bundespräsidentin Österreich vertreten? Und das ist vor allem wichtig auch zur Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin kann sich auch dafür einsetzen, dass bestimmte Schwerpunkte in der Außenpolitik gesetzt werden. Da wäre so meine Vorstellung, das sind die mitteleuropäischen Nachbarstaaten, in denen oft der Rechtsstaat gefährdet ist, wo schwierige Verhältnisse bestehen und vor allem Afrika. Afrika, der Kontinent, von dem wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten große Migrationsbewegungen zu erwarten haben. Ja, was kann der Bundespräsident tun, außer das Scheinwerferlicht dorthin richten? Der Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin kann natürlich in Gesprächen mit der Regierung darauf hinwirken, dass da hier ein Schwerpunkt gesetzt wird und kann auch selber durch Besuche und Einladungen das verstärken. Aber er kann nicht eigenständig oder sie kann nicht eigenständig Außenpolitik betreiben. Herr van der Bellen, wenn man Ihnen die Frage stellt, Klestil oder Queen, kann man sich Sie ganz schwer in der Rolle der Queen vorstellen, ehrlich gesagt. Warum? Würden Sie es eher als Klestil interpretieren? Naja, also Klestil in Korfu, das war natürlich ein Missgriff und seither ist das auch kein Thema mehr. Ne? Er wollte halt unbedingt da mitfahren, das war, glaube ich, das Unterschreiben des Beitrittsvertrages. Ne? So ist es. Nein, aber die Frage steckt natürlich drin, irgendwie, wie aktiv will man da sein? Naja, ich werde im Juli die Spitzenbeamten des Außenministeriums zu mir bitten und sagen, entwerfen wir doch eine Strategie für die nächsten 6 Jahre. Müsste allerdings nationalratswahlübergreifend sein, würde ich vorziehen. Was sind in Ihrem Fall, also im Außenministerium, wo liegen die Präferenzen, wo liegen die Prioritäten, was können wir im ersten Jahr tun, aber auch nach 5 Jahren, dass man einen längerfristigen Prozess hier im Auge hat. Und ich glaube, gerade in der Außenpolitik ist Kontinuität wichtig. Das ist gerade in der Regel nicht Tagespolitik, sondern da muss man sich schon Jahre im Voraus überlegen, wer sind die Player im anderen Staat, wen könnte man kontaktieren und so weiter. Das ändert sich auch manchmal sehr, sehr schnell. Das ist gar nicht so einfach mit den Playern. Ich glaube, der Bundespräsident hat insofern eine andere Funktion als vielleicht der Bundeskanzler oder auch der Außenminister, als er gerade nicht in dieser Exekutivfunktion tätig ist. Er ist in gewisser Weise neutraler oder nicht so, jedenfalls nicht parteigebunden. Er kann Österreich und sollte, glaube ich, Österreich in einer anderen Weise repräsentieren, als es ein Minister in der Regel. Der fährt unmittelbar zu Verhandlungen. Der Bundespräsident holt Informationen ein, wie könnten wir denn Verhandlungen wieder in Schwung bringen. Solche Dinge zum Beispiel. Aber doch durchaus eben eine aktive Rolle, die Sie da offensichtlich vorstellen. Und ich bin ja Wirtschaftler von Haus aus. Ich hoffe, dass ich meine 30 Jahre Uni in Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik auch einbringen kann. Bisschen auch hochdekorierter Handelsdelegierter. Auf 6 Jahre hinaus zu planen, die Außenpolitik
Da bewegt sich die Welt viel zu schnell. Wer hat Ukraine-Krise, Syrien, das sind alles Krisen, die plötzlich auftauchen. Und da muss man rasch handeln und kann nicht einen 6-Jahres-Plan machen, weil die Welt bewegt sich anders, als die Vorstellungen vom österreichischen Bundespräsidenten sein könnten. Nur der von Ihnen angesprochene Nahostkonflikt dauert schon Jahrzehnte. Ne? Also mit dem konnte man seit 1948 sind Israel und Palästina in die Freiheit entlassen. Und seither bewegt sich nichts. Da hat der Kreisky mit mir einmal alle Botschafter, alle Österreichischen eingeladen. Und ich habe mich gewundert, warum ich was über die Moschee erzählen wollte. Und dann war der spätere Botschafter Hussein von Palästina, hat dann seinen Standpunkt klar gemacht. Und das war eine Initiative vom Kreisky, dort Frieden zu schaffen. Aber es ist auch nicht gelungen. Danke, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben, Herr Hofer. Wie würden Sie es anlegen? Diese außenpolitische Rolle Klestil-mäßig oder Queen-mäßig, wenn man es so verkürzt weder, fragen weder will. Noch. Man muss das ganz vernünftig sehen. Die Reisen des Präsidenten dienen den Interessen Österreichs. Wirtschaftliche Interessen, politische Interessen, aber auch Kulturschaffende können davon profitieren. Sportler, wenn der Bundespräsident die Paralympics besucht und dort den Stellenwert behinderter Sportler besonders unterstreicht, ist das auch ein klares Signal. Das heißt, immer dann, wenn es den Interessen Österreichs dient, ist eine Reise sinnvoll. Und ansonsten hat der Präsident jetzt sehr viel in Österreich zu tun, um viele Dinge wieder zurechtzurücken, die derzeit nicht funktionieren. Herr Kohl, wir haben von Ihnen schon ein bisschen gehört, wie Sie es anlegen würden, zum Beispiel mit dieser Initiative. Aber weil es der Herr Hofer jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen hat, liegt der Schwerpunkt dann, läge Ihr Schwerpunkt stärker bei den Auslandsreisen? Oder sehen Sie es auch so wie der Herr Hofer, dass in Österreich eigentlich im Moment mehr zu tun wäre? Also ich glaube, dass die Beziehung zwischen Bundespräsident und den Wählerinnen und Wählern das Amt zum Bürgerpräsidenten gestalten muss. Das heißt, Sprechtag in den Bundesländern, das heißt Internetplattformen, wo man mit dem Bundespräsident regelmäßig interaktiv kommunizieren kann, Freiwilligengesellschaft in die Hofburg holen. Also ich würde auch wesentlich stärker diese Bürgernähe betonen. Klestil ist damals, hat ein Gutachten gehabt, ich würde das nicht so gestalten. Der Bundeskanzler ist ein wesentlicher Player in der Außenpolitik. Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenminister zusammen, die können gemeinsam vieles bewegen. Was mir gefallen würde, und das würde ich als erstes mit dem Außenminister und dem Bundeskanzler besprechen, das wäre die Stärkung der regionalen Außenpolitik im Donauraum. Das heißt also, was wir mit der Westbalkan-Konferenz gezeigt haben, wo es uns gelungen ist, wirklich Fortschritte zu erzielen, diese Zusammenarbeit sollte man wesentlich stärker institutionalisieren. Und der Bundespräsident kann einladen, zu treffen und vieles bewirken. Hat der Bundespräsident Herr Hunsdorfer bisher meines Wissens auch sehr häufig getan, zum Beispiel mit Amtskollegen aus den Nachbarländern, aus den Visegrad-Staaten. Haben Sie den Eindruck, dass das was bewirkt hat, wenn es jetzt ging um die Zusammenarbeit zum Beispiel in der Asylpolitik? Oder muss man nicht den Eindruck gewinnen, dass all diese diplomatischen Bemühungen da vielleicht nicht von Erfolg gekrönt waren? Und wie würden Sie es halten? Erstens, ich würde es halten, weder Klestil noch Queen, sondern ich würde es in Wahrheit halten, so wie Heinz Fischer die letzten 12 Jahre im Wesentlichen, wobei natürlich ein jeder eine eigene Persönlichkeit ist. Und diese bilateralen Treffen haben sehr wohl einen Sinn, weil es wesentlich und wichtig ist, der Dialog. Man muss diese Dialogfähigkeit auch auf der Präsidentenebene aufrechterhalten und man muss ganz einfach sich bemühen, auch über dieses Amt für die Regierung auch da der dort Türöffner zu sein. Und was ich, glaube ich, ein bisschen aufklären muss, die Außenpolitik, das Außenministerium stimmt ja permanent mit der Präsidentschaft in Wahrheit das tägliche Leben ab und auch die langfristige Strategie. Wir haben auch eine langfristige Donauraumstrategie, wo wir permanent auch mit den Donauraumländern ja Abstimmungen heute schon vornehmen. Und demzufolge glaube ich, was mir sehr wesentlich und wichtig ist, ist noch stärker auf Wirtschaftskontakte setzen und vor allem auch hier vor allem Startups mit hineinnehmen. Es gibt hier sehr, sehr innovative Startup-Unternehmen, die auch diese Auslandsreisen verwenden können als Brücke für ihre Aufträge. Und ansonsten, wie gesagt, ich würde es halten, so wie Heinz Fischer, wissend aber, dass jeder seine eigene Persönlichkeit ist. Ich würde gerne zu dieser internationalen Sache noch eine Runde anhängen, weil es, glaube ich, so
ja, gute Antworten erwartbar sind von Ihnen. Und weil es interessant ist, die Frage zu stellen, ob es denn immer und für alle ewigen Zeiten so bleiben muss, dass der Bundespräsident seine erste Auslandsreise in die Schweiz absolviert, nur weil es immer schon so war. Es ist ja möglicherweise so, dass es im Moment mit anderen Ländern mehr Gesprächsbedarf gibt. Deswegen frage ich Sie gleich, Herr Hundsdorfer, wären Sie zum Beispiel in der Situation zu Beginn des Jahres, als Angela Merkel und Werner Faymann sich in der Flüchtlingsfrage doch deutlich auseinandergelebt haben, wären Sie da nach Berlin gefahren, um mit dem dortigen Amtskollegen gleich einmal zu reden? Oder finden Sie das jetzt eine dringliche Angelegenheit? Es ist sicher dringlich, hier der Dialog wiederum so herzustellen, dass er gut ist. Es haben sich ja unterschiedliche Minister heute schon bemüht, diesen Dialog wiederum so herzustellen. Und wahrscheinlich wäre ich schon auch beim Herrn Gauck gewesen. Herr Kohl, ich stelle mir vor, es wäre schwierig für Sie gewesen, zum Beispiel im vorigen Jahr, als sich der ungarische Präsident Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, durch seine Flüchtlingspolitik gewissermaßen zum Buhmann Europas gemacht hat, zu entscheiden, ob Sie diesem Ihrem Parteifreund in dieser Situation einen Besuch abgestattet hätten oder ob Sie gesagt hätten, da halte ich mich lieber fern. Also Besuch hätte ich sicher keinen abgestattet. Mein erster Staatsbesuch als Bundespräsident geht nicht in die Schweiz, sondern nach Brüssel zur Europäischen Union, zum Präsidenten Donald Tusk, den ich ganz gut aus alter Zeit kenne. Die Erfahrung macht da viel ein Netzwerk und das Netzwerk ist wichtig. Also das heißt, ich schließe daraus, so brenzlige Situationen, da soll der Bundespräsident nicht den Vermittler dann spielen. Der kann ja nie aus eigenem tätig werden. Sie können ja nicht, kann er schon aus nein, eigenem, Sie oder? Können nicht einfach in ein Nachbarland auf Besuch gehen. Sie brauchen immer eine Einladung. Ja, die kriegt man schon zur Not, oder? Na, das ist also Staatenpraxis, ist schwierig. Herr Hofer, es gäbe ganz sicher aktuell ziemlich viel Gesprächsbedarf mit der Türkei. Was würden Sie denn als Bundespräsident mit Präsident Erdogan besprechen, damit er Europa in der Flüchtlingsfrage entsprechend unterstützt? Die Türkei kann Europa nicht unterstützen in dieser Frage, weil wir uns sonst in eine Abhängigkeit begeben. Sie sagt nochmal, dieser Deal war ein wirklich großer Fehler, denn das Versprechen, dass es Visaerleichterungen gibt, dass die Türkei rascher der Union beitreten kann, Frau Dr. Gries ist übrigens auch für diesen Beitritt, das halte ich für den falschen Weg. Die Türkei ist kein europäisches Land. Es stimmt nur nicht, Herr Hofer, was Sie sagen, aber sonst. Das haben Sie wir reden gesagt. Jetzt gar nicht über den Beitritt der Türkei, Herr Hofer. Sie haben gesagt, die Türkei soll beitreten, damit sich dort das Rechtssystem schneller und besser entwickelt. Es ist ein Prozess, ich gesagt, es soll Verhandlungen geführt werden, damit sich die Standards in der Türkei verbessern. Na bitte. Ja, aber nicht, also, dass die Türkei beitreten soll. Ja, was, wollen also, davon was wollen Sie dann verhandeln? Ja, damit sich die Verhältnisse dort bessern und in ferner Zukunft. Na, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Also das ist auf jeden Fall nicht der Weg, den ich unterstütze. Was man jetzt machen muss, ist, diesen engen Kontakt mit Italien zu suchen. Denn dort haben wir das Problem, weil wir halten nicht noch mal 90.000 aus. Das ist etwas, was das Land nicht verkraften kann. Gut, jetzt frage ich Sie aber mal ganz direkt, angenommen, die Bundesregierung würde Ihnen sagen, wir haben ja auch auf europäischer Ebene diesen Deal mit der Türkei, wie Sie das nennen, unterstützt. Lieber Herr Bundespräsident, fahren Sie bitte nach Ankara, reden Sie mit dem Erdogan, damit da ein bisschen was weitergeht. Würden Sie dann sagen, nein, mache ich nicht? Na, ich würde mit ihm natürlich reden, aber über die Frage der Menschenrechte in der Türkei. Wie geht es den Kurden? Warum wird eine Zeitung gestürmt? Nur weil sie anders schreibt, als der Herr Präsident will. Alles das muss angesprochen werden. Und ich sage nochmal, für mich kommt ein Beitritt der Türkei in der Europäischen Union nicht in Frage. Habe ich Sie gar nicht gefragt. Herr van der Bellen, Sie haben auch gesagt, Sie würden gerne als erstes nach Brüssel fahren, wenn Sie Bundespräsident werden. Aber der Herr Hofer hat schon angesprochen, mit Italien gibt es im Moment ganz sicher großen Gesprächsbedarf in der Flüchtlingsfrage. Was würden Sie dem dortigen Präsidenten im Moment sagen? Dass ich es bedauere, also erstens einmal muss zuerst eine Einladung da sein, weil, wie Herr Kohl schon richtig sagte, der Bundespräsident setzt sich nicht einfach ins Flugzeug und fährt irgendwo hin. Ne? Ist klar. Also vorausgesetzt, die italienische Einladung liegt vor, würde ich, glaube ich, das Gespräch beginnen damit, dass so wie Österreich 2015/16 auch Italien früher im Stich gelassen wurde von der Europäischen Union. Stichwort Lampedusa, Sizilien, Zehntausende von Ankömmlingen. Und mit ihm beratschlagen, wie man auf europäischer Ebene jetzt das Problem löst. Wohl wissend, dass wir nicht sehr viel weitergekommen sind in den letzten 6 Monaten. Ich wollte nur eins noch sagen.
wie sagt man im Fußball, narrisch gut läuft, dann ist meine erste Auslandsreise nicht Brüssel, sondern Paris. Da ist nämlich das Endspiel noch vorher. Also kurz nach der Angelobung, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dann unmittelbar das Endspiel in Paris. Und wenn die Österreicher 10. Juli. Dabei sind, dann fahren Sie hin. Aber nur, wenn Sie dabei sind. Ja, im Endspiel ja, aber das ist ein Privatbesuch dann. Den würde ich auch machen. Privat oder nicht, zahlen wir selber. Fahren wir gemeinsam. Fahren wir beide hin. Ja. Vielleicht tröpfelt ja zufällig eine Einladung ins Haus des Bundespräsidenten. Das ist ja nicht ganz auszuschließen. Frau Gries, wenn Sie in diesen Tagen nach Moskau reisen müssen als Bundespräsidentin, würden Sie zu Präsident Putin trotz der Sanktionen der EU eine Wirtschaftsdelegation mitnehmen? Ich würde auch mit Präsident Putin sprechen, weil ich glaube, weiterbringen kann uns nur der Dialog. Und da gibt es viele offene Fragen mit Russland, vor allem die Situation in der Ukraine, nach wie vor Ostukraine. Und das ist schon ganz ein starkes Interesse, dass dort diese Auseinandersetzungen aufhören. Und da kann sich Österreich als Vermittler einbringen. Na klar, aber die Frage mit der Wirtschaftsdelegation ist natürlich die Sache, kann in einer Zeit, in der die EU gegen Russland Sanktionen verhängt hat, kann man da überhaupt hinfahren mit dem Ansinnen, irgendwelche Wirtschaftskontakte anbahnen zu wollen? Ist das in Ordnung? Ich glaube, klargestellt sein muss, das ist eine gemeinsame europäische Aktion. Also Österreich ist da beteiligt an den Sanktionen. Und solange die Sanktionen aufrecht sind, muss sich Österreich daran halten. Aber das ist nicht für alle Zeiten. Die sind jetzt, glaube ich, bis Juli, sind einmal diese Sanktionen beschlossen. Mitte Juni. Und natürlich spricht auch nichts dagegen, wenn man dann die fernere Zukunft bespricht. Es kommt ja sicher ein Zeitpunkt, an dem die Sanktionen aufgehoben werden. Herr Lugner, angenommen, Irans Präsident Rouhani holt demnächst seinen Staatsbesuch in Österreich nach. Wie würden Sie ihn empfangen? Wie würden Sie mit umgehen? Was würden Sie mit ihm besprechen? Ich glaube, Iran ist ein Land, ein OPEC-Land, das viel Erdöl fördert und das einfach im Rückstand gekommen ist, weil so lange kein Erdöl fördern konnte, weil die Technologie von den europäischen Ländern gefehlt hat, um das durchzuführen. Und ich glaube, da gäbe es viel Aufträge für österreichische Firmen, dort wieder die Erdölindustrie aufzubauen und das Ganze in Schwung zu bringen. Und parallel dazu gibt es natürlich noch viel Aufholbedarf in allen möglichen Branchen. Und ich glaube, da sollte man sicher aktiv sein. Der Bundespräsident Fischer war als erster sowieso im Iran. Und jetzt ist halt der Gegenbesuch, hat nicht stattgefunden. Aber es ist halt ein schwieriges Land, das ist gar keine Frage. Weil es dort verschiedene politische Kräfte gibt. Und nicht nur der Präsident, sondern der oberste Religionsführer auch eine große Macht hat. Und da ist die Frage, wie man das lösen kann, um einen Erfolg zu bekommen. Stichwort Religion und Iran. Da hat sich Italien sehr schwer getan beim Besuch von Präsident Rouhani. Musste Kunstwerke verhüllen aus Rücksicht auf seine religiöse Einstellung. Würden Sie so etwas auch tun oder würden Sie sagen, es kommt bei uns nicht in Frage? Sie meinen jetzt die in Italien, wo man da die Figuren versteckt hat? Genau. Naja, ich glaube, das ist eine Fleißaufgabe, die man nicht unbedingt machen muss. Kunst ist Kunst und ich glaube, der Rouhani wird sich nicht unbedingt stören, wenn er jetzt da einen nackten Apollo sieht. Ich glaube, das müsste er überleben. Lassen Sie mich eine ganz kurze Runde hier noch einschieben zu einer Sache, die der Bundespräsident auch laut Verfassung unter seiner Kontrolle hat. Artikel 80 Absatz 2, den Oberbefehl über das Bundesheer führt der Bundespräsident. Eine ganz kurze Runde beginne ich mit Ihnen, Frau Gries, zum Thema Bundesheer. Berufsheer oder Wehrpflicht? Und wenn die Zeit reif ist für eine Bundespräsidentin, ist sie dann auch reif für die Wehrpflicht für Frauen? Das glaube ich nicht. Also ich habe ja für das Berufsheer gestimmt, aber die Volksbefragung ist ausgegangen für die Wehrpflicht. Mhm. Und jetzt haben wir mal die Wehrpflicht und Frauen können ja freiwillig zum Heer gehen. Ich glaube, was das spannende Thema jetzt ist, das Bundesheer soll ja mehr Mittel bekommen. Mhm. Und die Frage ist, wie werden die eingesetzt werden? Und wie steht es auch mit der Einsatzfähigkeit des Bundesheers? Das sind wichtige Themen, die man besprechen muss. Was ist mit der Miliz? Wie viel Bataillone sind überhaupt einsatzfähig? Es ist ja das Bundesheer, die Aufgabe ist die militärische Landesverteidigung. In welchem Verhältnis steht die militärische Landesverteidigung zum Assistenzeinsatz? Wie liegen da die Schwerpunkte? Also das sind viele Themen, die ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin besprechen muss. Und ich glaube, der Verteidigungsminister wird im Juni
das Konzept jetzt vorlegen. Sehr gutes Stichwort Assistenzeinsatz. Falls der Verteidigungsminister zur Meinung kommt, er braucht für den Assistenzeinsatz möglicherweise mehr Präsenzdiener, könnte er Van der Bellen sagen, dann verlängern wir den Präsenzdienst von diesem Jahrgang, dem nächsten Jahrgang um ein paar Monate, müsste aber, wenn das mehr als 5000 Soldaten betrifft, tatsächlich den Bundespräsidenten um seine Einwilligung bitten. Würden Sie so zu einer Maßnahme zustimmen? Na, sehr heikle Geschichte. Ich habe auch für das Berufsheer gestimmt. Dann wären uns solche Fragen erspart geblieben. Müsste man, das ist eine sehr konjunktivische, spekulative Frage. Ne? Gar nicht aber so sehr, könnte demnächst passieren. Müsste man sich dann in der Situation anschauen, das kann ich nicht mit Ja oder Nein ohne weiteres beantworten. Das Bundesheer ist im Assistenzeinsatz, das ist mir wichtig. Das heißt, das Bundesheer übernimmt keine polizeilichen Aufgaben. Also zum Beispiel kann nicht jemand verhaften und dergleichen. Ja? Solange diese strikte Trennung gewahrt bleibt, wäre ich damit einverstanden, aber eine Verlängerung des Präsenzdienstes ausgerechnet für die Leute, die eh schon 6 Monate ihres Lebens nolens volens, oft sehr nolens, also ohne große Begeisterung dem Bundesheer widmen, das müsste schon eine wirkliche Notsituation sein. Herr Hunsdorfer, Sie sind immer sehr fürs Deklarieren. Wollen Sie sich deklarieren, ob Sie einer solchen Maßnahme zustimmen würden, ja oder nein? Das letzte Mal wurde dieses Instrument, glaube ich, beim tschechischen Bürgerkrieg angewendet, wo man nicht klar war, wie weit hat das Auswirkungen. Aber zur Stunde würde ich sowas nicht machen. Auch wenn Sie der Verteidigungsminister darum bittet? Noch einmal, das ist jetzt eine Frage des Dialogs, ist eine Frage der Vorbereitung. Aber noch einmal, zur Stunde, wenn Sie mich heute fragen, nein, ist keine Frage, was ist in einem halben Jahr, was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren. Hm. Das kann eine ganz andere Auswirkungen haben. Aber zur Stunde, jetzige Situation, würde ich so etwas nicht unterschreiben. Berufsheer oder Wehrpflicht? Sie wissen, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Für mich ist das Thema erledigt. Wir bleiben bei der Wehrpflicht und die Sache ist so, wie sie ist. Auf alle ewigen Zeiten erledigt. Noch einmal, kann was Sie auch was wünschen? Ne? Ja, ich wünsche mir jetzt. Das Volk entschieden und das ist der Souverän. Ich wünsche mir jetzt hier keine Änderung und ich gehe auch davon aus, dass niemand jetzt einen neuen Anlauf vornimmt und sagt, so, jetzt machen wir wieder eine Abstimmung. Nein, das ist so. Ob es in 20 Jahren eine andere Meinung gibt, werden wir sehen. Aber in 20 Jahren ist auch die Funktionsperiode von mir als Bundespräsident schon ausgelaufen. Herr Kohl, Berufsheer oder Wehrpflicht? Nein, ganz klar Wehrpflicht, denn nur mit Wehrpflicht gibt es einen Zivildienst. Und der ist unersetzlich. Auch brauchen wir die Wehrpflicht für den Grenzschutz. Ein Berufsheer kann uns nie die vielen Soldaten, können wir nie bezahlen, die wir für den Grenzschutz brauchen. Ich bin gegen die Verlängerung des Grundwehrdienstes und ich möchte 210 Millionen Euro schon im nächsten Jahr mehr für das Bundesheer, 70 Millionen für die Verbesserung des Grundwehrdienstes, 70 Millionen für die Miliz und 70 Millionen für den Grenzschutz. Das können Sie sich als Bundespräsident gerne wünschen. Die Regierung Nein sagt, wird es nicht stattfinden. Ich bin der Oberbefehlshaber des Bundesheers und kann dem Herrn Verteidigungsminister meine Wünsche sagen und kann sehr, sehr lästig werden, wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden. Und Sie können versichert sein, bei meinem Wahlkampfauftakt in Innsbruck habe ich das gesagt. Schelling saß in der ersten Reihe und hat ein Blatt Papier genommen und gesagt, schreibt er das auf. Hoffentlich hat er den Zettel nicht weggeworfen. Gut. Wir werden ihn bei Gelegenheit fragen. Herr Hofer, würden Sie gern, wenn es ginge, ein Berufsheer haben? Nein, ich habe selbst für den Wehrdienst gestimmt. Ich bin für den Wehrdienst. Ich habe auch selbst gedient. Mhm. Ich war im Assistenzeinsatz als junger Soldat. Ich glaube, dass der Wehrdienst der richtige Weg ist für unser Bundesheer. Und wir brauchen auch natürlich die finanziellen Mittel. Wir hatten bisher nur 2 Milliarden Euro, davon 1,7 Milliarden an die Streitkräfte. Das Bundesheer wurde über Jahre hinweg finanziell, organisatorisch, personell ausgehungert. Und ist wirklich an der Grenze dessen, was leistbar ist. Daher unbedingt muss dieses Budget erhöht werden, sonst brechen wir auch die Verfassung. Denn das Bundesheer muss die Unversehrtheit des Staatsgebietes schützen. Und Herr Dr. Van der Bellen, erlauben Sie mir die kleine Spitze. Wir haben vor kurzem diskutiert über eine Aussage von Ihnen. Ich habe jetzt auch die Quelle gefunden. Es war im Format, wo Sie gesagt haben, dass das Bundesheer, dass Österreich das Kommando über das Bundesheer abgeben soll und das Bundesheer unter UNO-Kommando gestellt werden soll
und die Zahl der Soldaten halbiert werden soll. Das haben Sie damals im Formatinterview gesagt. Das war sicher schon 1948, oder? Nein, das war schon sehr viel später. Das war sehr viel später. Eine kurze Nachfrage noch an Sie, Herr Hofer. Eine Verlängerung der Wehrpflicht für ein, zwei Jahrgänge, würden Sie dem zustimmen, wenn es für den Assistenzeinsatz notwendig wäre? Eine Verlängerung der Wehrpflicht kann dann notwendig werden, wenn eine besondere Situation besteht. Würden die Sie besteht zustimmen? Derzeit nicht. Ja, aber wenn der Verteidigungsminister zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche das, sagen Sie dann ja? Wenn es eine besondere Situation gibt und das Erfordernis da ist, dann wird das so gemacht, natürlich. Herr Lugner, gefällt Ihnen das Bundesheer so, wie es ist? Wir haben gestimmt, wir haben eine Wehrpflicht und das ist seit 2013 festgeschrieben und das muss man sich weiterhalten. Aber ich bin ein weißer Jahrgang, ich war nicht beim Bundesheer, war 12 Jahre beim Kriegsende und dann, wie der Staatsvertrag gemacht war, kamen erst die Jahrgänge ab 1937 zum Bundesheer. Aber wenn ich mit Leuten spreche, so ist die Ausbildung, da gibt es so viele Leerläufe, es gibt keine gescheite Ausbildung, es gibt viele Leerläufe, die sitzen stundenlang irgendwo im Gelände draußen und es geschieht gar nichts. Und ich glaube, eine ordentliche Ausbildung müsste einfach einmal Platz greifen. Und das Zweite, was ich auch wieder höre, dass wir sehr viele hohe Offiziere haben und sehr wenig Leute, die das Bundesheer eigentlich darstellen. Die breite Masse ist im Vergleich zu den Offizieren sehr hoch. Und ich glaube, da muss man mal wirklich eingreifen und schauen, dass man das Bundesheer auf Vordermann kriegt. Man muss die Leute ausbilden, weil nur 6 Monate Freizeit zu opfern und dann geschieht gar nichts, das, glaube ich, ist nicht das Richtige. Und die Frauen, wie Sie vorhin gefragt haben, die, glaube ich, sollen nicht zum Bundesheer, die haben Kinder zu kriegen und da verlieren sie viel Zeit und das, glaube ich, ist, da muss es ein gewisses Gleichgewicht geben, dass beide im Berufsleben Nachteile in Kauf nehmen müssen, aber nicht noch die Frauen beim Bundesheer. Danke sehr. Lassen Sie uns noch ganz kurz auf eine Sache eingehen, die vielen Österreicherinnen und Österreichern ein Anliegen ist, vor allem im Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl. Und das ist das Kapitel Neutralität. Ich würde da nur ganz gerne kurz an Sie alle eine Frage stellen. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Hunsdorfer, weil Sie ein bisschen in der Redezeit ins Hintertreffen auch geraten sind. Wir wissen ja von Ihnen allen, dass Sie im Wesentlichen zur Neutralität stehen. Deswegen die Frage auch, wie Sie sie interpretieren. Angenommen, die Europäische Union entschließt sich im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu einer gemeinsamen militärischen größeren Operation gegen den sogenannten Islamischen Staat. Soll Österreich da dabei sein oder sich unter Berufung auf seine Neutralität raushalten? Wir sind heute schon Mitglied der Battlegroups. Das ist ja schon abgeschlossen, dieser Prozess. Wir haben ja schon vor vielen Jahren Ja gesagt zu diesen Battlegroups. Diese Battlegroups wurden aber noch nie abberufen, wurden noch nie angefordert. Und wenn so eine Anforderung kommt, muss der österreichische Nationalrat zustimmen. Das ist der Bundespräsident in Wahrheit die Nummer 2. Als erster muss der österreichische Nationalrat zustimmen. Und demzufolge, nachdem es das noch nie gegeben hat und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit so nie geben wird, wird natürlich kein europäisches Land wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Bodentruppen in Syrien einsetzen. Von Bodentruppen war jetzt gar nicht die Rede. Das sind diese Battlegroups, das sind Bodentruppen, weil Luftraumüberwachung und so weiter, das passiert ja durch andere EU-Staaten ja heute schon und natürlich auch primär durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und so weiter. Das heißt, in Wahrheit geht es ja, diese Frage, die Sie hier stellen, geht es ja um Bodentruppen und da gab es noch nie eine Anfrage und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nie eine kommen, wenn es um das Gebiet geht, was Sie zuerst angeschnitten haben. Sind Sie darüber froh oder finden Sie, es wäre Zeit, dass Österreich... Nein, ich bin grundsätzlich sehr, sehr froh, dass wir diese Neutralität wirklich so haben und auch so aufrechterhalten, auch wissend, dass wir natürlich auch einen Beitrag leisten müssen, um auch bei den diversen Hotspots und an der Sicherung der EU-Außengrenzen auch einen gewissen Beitrag zu leisten. Aber da hat ja unter anderem der jetzige Verteidigungsminister in der Vorwoche auch mit Griechenland entsprechende Gespräche in Athen geführt. Herr Kohl, Interpretation Neutralität mit der Bitte um eine eher kürzere Antwort. Mit innerhalb der EU sind wir solidarisch. Wir haben die Verfassung geändert. Wir können an friedensstiftenden und friedensbegründenden Aufgaben teilnehmen. Außerhalb der EU gilt eine differenzierte Neutralität. Das heißt, und wir sollten daran festhalten, keine fremden Truppen im Land, keine Überflüge, Friedenspolitik und keine Durchmärsche. Und ich glaube, im Gegensatz zu Rudolf Hunsdorfer,
dass die Vergemeinschaftung des Schutzes der Außengrenze sehr bald kommen wird, in den 2, 3 Jahren, die kommen. Und daran soll Österreich auch als neutrales Land teilnehmen. Kampf gegen den Islamischen Staat, Herr Hofer, wie weit soll sich der Österreich einlassen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich möchte nicht, dass junge Soldaten aus Österreich auf einem Schlachtfeld sterben, wo sie nichts verloren haben. Aber ich möchte umgekehrt, dass dann, wenn Österreicher sich entschließen, Staatsbürger für den Islamischen Staat zu kämpfen, wir haben jetzt 80 IS-Rückkehrer in Österreich, dass sie dann ihre Staatsbürgerschaft verlieren und auch nicht mehr nach Österreich zurückkehren können. Hat jetzt nicht unmittelbar jetzt was mit diesem Thema zu tun, Neutralität? Das hat ganz viel damit zu tun. Sie haben ja auch in Hunsdorfer gefragt, ob Soldaten aus Österreich gegen die IS kämpfen sollen. Ja. Und ich sage Ihnen gerade, dass wir aus Österreich Personen haben, die für den IS kämpfen. Mhm. 8 davon sind zurückgekommen. Wenn Sie sich entscheiden, als Österreicher einer fremden Armee beizutreten, Fremdenlegion, was auch immer, dann verlieren Sie die Staatsbürgerschaft. Ja. Automatisch. Wenn Sie für den IS kämpfen, dann passiert das nicht. Und das ist eine Situation, die mir nicht gefällt. In dem Moment, wo ein Österreicher das Land verlässt, dort diesen Meucheltruppen beitritt, dann hat er auch aus meiner Sicht die Staatsbürgerschaft genauso zu verlieren und darf nicht mehr nach Österreich einreisen. Ich versuche es nochmal, ich glaube, es ist, betrifft jetzt nicht direkt die Neutralität, aber sei es wie sei, Sie haben das gesagt, Herr van der Bellen, auch mit Ihnen unter Blick auf Ihre Redezeit, ganz kurz zum Thema Neutralität und Ihre Interpretation dieser Sache. Ich finde, die Neutralität von Österreich hat sich sehr bewährt in den letzten Jahrzehnten. Auslandseinsätze des Bundesheers mit UNO-Mandat, ja, unter Schirmherrschaft der UNO, ja. Wir waren über 30 Jahre auf den Golanhöhen zum Beispiel, aber ohne UNO-Mandat, nein. Frau Griess, kann sich Österreich auf Dauer aus solchen Konflikten wirklich heraushalten, ohne unsolidarisch zu wirken? Auf europäischer Ebene ist Österreich Teilnehmerstaat der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und muss die daraus sich ergebenden Verpflichtungen erfüllen als Mitgliedstaat der EU. Da führt kein Weg daran vorbei und das ist auch ganz richtig, finde ich. Es gibt auch die UNO-Mandatseinsätze und die im Übrigen ist, glaube ich, der ganz große Vorteil der Neutralität, dass sich Österreich als fairer Vermittler in Konflikten einbringen kann, als neutraler Staat. Nicht? Das gilt noch immer als besonderer Vorteil bei Herr Lugner, Sie sind sicher derjenige in der Runde, der noch die intensivsten Erinnerungen an die Kriegszeit hat. Sie erzählen das auch sehr oft in Ihrem Wahlkampf. Inwieweit prägt das Ihre Einstellung zur Neutralität und wie würden Sie sie heute interpretieren und leben wollen? Ich glaube, Österreich hat sich Schweiz als Vorbild genommen, um neutral zu sein. Und es wurde, wie wir zur EU beigetreten sind, gab es verschiedene Vereinbarungen, wo wir immer wieder die Neutralität beibehalten. Und es geht einfach darum, innerhalb von Europa sollen wir die gemeinsamen Außengrenzen schützen. UNO-Mandate, Einsätze können wir auch machen. Aber ich glaube nicht, dass wir im Ausland irgendwie mit kämpfenden Truppen aktiv werden sollen, weil das unserer Neutralität nicht entspricht. Und das kann man daher nicht machen. Wir haben jetzt sehr viele Ihrer wichtigsten Kompetenzen als Bundespräsidentin, Bundespräsident besprochen. Reden wir jetzt darüber, was Sie im Amt des Staatsoberhauptes abseits der Verfassung sonst noch alles so erwartet. Und was ist das? Anlässe, wichtige Anlässe, große Gesten und bedeutende Symbole. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ein glückliches und ein wahrhaft gutes neues Jahr. Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, Zukunft frei. Freiheit und Unabhängigkeit. Wir geliebte Österreich. Wir geliebte Österreich. Ja, das ist auch der Alltag des Bundespräsidenten natürlich. Neujahrsansprache, Ehrenkompanie abschreiten, Orden verleihen, Opernball eröffnen, Herr van der Bellen. Was davon ist für Sie wichtig? Worauf würden Sie gern verzichten und worauf freuen Sie sich schon so richtig? Ich freue mich auf die Eröffnung der Salzburger Festspiele.
Freue mich begrenzt auf den Opernball, mache ich kein Geheimnis draus. Aber Hunderttausende von Leuten schauen dazu, es ist ein Spektakel. Es kommen ausländische Gäste, es kommen Wirtschaftsvertreter. Also das muss sicherlich auch sein. Ich freue mich darauf, interessante Leute kennenzulernen. Das sage ich ganz offen. Also das ist wirklich ein Atout. Nicht zuletzt auch deswegen, wenn der Bundespräsident anruft und einlädt, werden die wenigsten Nein sagen. Herr Unsdorfer, dieses Zeremoniellhafte, ist das was für Sie? Würden Sie sich wohlfühlen in dieser Rolle? Na, warum nicht? Es ist ja bekannt, dass ich sehr, sehr gerne auf Bälle gehe. Demzufolge habe ich beim Opernball kein wirkliches Problem. Ja gut, das ist einmal im Jahr. Also gibt dann viele andere Sachen, wie wir gesehen haben. Ich gehe nebenbei immer noch auf 16 bis 17 Bälle pro Jahr. Und mache das nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern weil es mir Spaß macht. Das ist einmal der große Unterschied. Das ist einmal Punkt 1. Natürlich gibt es hier Anlässe, die teilweise Pflichtbewusstsein sind. Aber allein das, was im Kultursommer jedes Jahr der Bundespräsident auch als Programm absolvieren muss, ist ja keine Belastung, sondern ist ja auch Freude. Weil erstens einmal trifft man sehr, sehr interessante Menschen. Man lernt wahnsinnig viel auch von diesen Personen. Und man hat auch einen gewissen Kulturgenuss. Und demzufolge, in Summe von allen, ist es für mich persönlich wäre es keine Belastung. Herr Kohl, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich das jetzt sage. Aber bei Ihnen kann man sich sehr gut vorstellen, dass es Ihnen gar nicht zeremonienmäßig genug sein kann. Täuscht das? Naja. Also den Opernball, da bin ich, bin also Orden und Ehrenzeichen befriedigt und beim Opernball war ich auch schon 6 Mal. Ich habe ja den Bundespräsidenten, ich war der 2. Mann im Staat und habe sehr viele Verpflichtungen ausüben müssen, 4 Jahre lang. Also ich habe es lieber kommod und ich gehe lieber mit den Gnagelten am Berg wandern. Aber natürlich, der Staat braucht, ich liebe dieses Land, ich bin stolz auf dieses Land. Und ich vertrete es nach innen und nach außen. Und die Menschen brauchen Symbole. So wie jede Religion ihre Liturgie hat, so hat jeder Staat sein Protokoll. Und das hat einen tiefen Sinn. Freude macht mir das nicht. Freude macht mir was anderes. Aber das ist notwendig. Und ich würde das so machen, dass die Menschen im Land damit zufrieden sind. Apropos Freude, Herr Hofer, der 8. Mai, wäre das für Sie ein Tag der Freude? Und würden Sie ein entsprechendes Zeremoniell an diesem Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation des Hitler-Regimes auch mitmachen? Wissen Sie, ich hätte mich fast gewundert, wenn diese Frage von Ihnen nicht gekommen wäre. Dann ist es ja gut, dass sie gekommen ist. Ja, ja. Es ist kein Tag der Freude, wenn Menschen sterben in einem Krieg. Das ist ein ganzer Krieg, eine Tragödie für Menschen. Und wann immer es Gedenkveranstaltungen gibt, muss man immer jenen Menschen gedenken, die im Krieg umgekommen sind. Und auch der Bundespräsident hat in seiner Funktion als Staatsoberhaupt an diese Menschen zu denken. Ja, das ist natürlich ganz klar. Und ja, muss sich dafür einsetzen, dass so etwas nie mehr passiert. Auch das ist seine Aufgabe. Frau Gries, ich versuche mir gerade Sie vorzustellen, wenn Sie die Ehrenkompanie des Bundesheeres abschreiten und Soldaten angeloben. Passt das für Sie? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich glaube schon, dass ich da würdig die Kompanie abschreiten kann. Ich würde auch das alles gern machen und vor allem auch die kulturellen Gelegenheiten und Ereignisse natürlich nutzen. Aber am meisten freuen würde mich die Gelegenheit, von Zeit zu Zeit eine programmatische Rede zu halten, wo viele Leute zuhören. Und da hätte ich Anliegen, die ich transportieren will. Und mein Hauptanliegen in der jetzigen Zeit wäre ja, dass wir diese Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft überwinden, eine gerechtere Gesellschaft schaffen. Das wäre mir wichtig. Und da glaube ich schon, dass ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin da viel bewirken kann. Mit anderen Worten, auf das Recht, die Neujahrsansprache im Fernsehen zu halten, würden Sie nicht verzichten zum Beispiel? Das würde aber keiner von uns. Die Neujahrsansprache im Fernsehen. Würde ich sehr gerne. Würden Sie alle halten wollen? Ja, natürlich. Aber nicht nur zu Neujahr. Es steht ja nirgends geschrieben, der Bundespräsident darf nur zu Neujahr sprechen. Nein, er wird nicht jede Woche sprechen, aber doch auch zu verschiedenen Gelegenheiten und Anlässen einmal etwas sagen. Man kann es interessanter machen ein bisschen. Bitte? Man kann es interessanter machen. Wenn man möchte, Herr Lugner, die Kernkompetenz in Sachen Opernball kann Ihnen niemand absprechen. Wie weit fühlen Sie sich mit anderen Ritualen des Bundespräsidenten vertraut? Ich würde mal sagen, die Frau Gries hat gesagt, eine gerechtere Gesellschaft. Na, was ist eine gerechtere Gesellschaft? Das sollte man mal wissen, was Sie damit meinen.
Wollen wir einen Kommunismus, wo alle nichts haben, oder was wollen wir denn eigentlich? Ums Zeremoniell ist gerade gegangen. Also, Zeremon- ist Ihnen, wäre Ihnen das wichtig als Bundespräsident? Also beim Opernball zum Beispiel, heuer war der finnische Präsident Staatsgast. Das sind auch immer wieder andere EU-Präsidenten, die kennt niemand. Und der Opernball ist ein internationales Ereignis, wo es eine internationale Wahrnehmung gibt. Und da sollte man versuchen, Leute einzuladen, die man international kennt und nicht irgendwelche, die man nicht kennt. Aber ich würde auch sagen, wir sollten auch einmal darüber nachdenken, braucht der Bundespräsident überhaupt eine Sommerresidentin mit Steg? Die kostet ihm 30.000 Euro im Monat. Das ist mehr, wie der Bundespräsident Gehalt kriegt. Und ist da nicht schade drum, dass wir da unser Steuergeld ausgeben, dass der Bundespräsident Wochenende dorthin fährt? Ist vielfach besprochen in diesem Wahlkampf. Mich würde zum Schluss dieser Runde eine andere Frage noch interessieren. Ich bitte Sie um kurze Antworten mit Blick auf die Uhr. Denn in 3 Tagen ist der erste große Tag X in dieser Bundespräsidentenwahl. Und deswegen meine Frage wieder dem Alphabet nach dieser Schlussrunde, Frau Gries. Mit welchem Konkurrenten rechnen Sie in der Stichwahl? Ich rechne. Sie? Nicht, wenn wünschen Sie sich, mit wem rechnen Sie? Ich weiß schon. Ich rechne mit niemandem Bestimmten. Ich hoffe, dass ich in die Stichwahl komme. Und dann wird man sehen, wer es neben mir noch schafft. Sie wollen sich. Also Sie, ich habe keine Präferenz. Ja, die Präferenz ist ja nicht nein, gefragt. Aber was ich glauben auch Sie? Nicht. Ich finde, es gibt die vielen Umfragen, aber genau. Ich bin da skeptisch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass man daraus schon wirklich ableiten kann, es wären 3 haben eine Chance oder ich weiß nicht wie viele. Ich glaube das nicht. Man wird sehen, wir werden am Sonntag, um die Zeit wissen wir schon. Vielleicht noch nicht. Glaube ich auch. Ja. Herr Hofer, mit wem rechnen Sie? Außer sich selbst? Ja, ich rechne, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen, dass ich auch selbst dabei sein könnte, aber mit Dr. Van der Bellen. Ja. Weil das sehr interessant wäre. Wir sind völlig unterschiedliche Personen mit anderer Geschichte, mit anderen Interessen und mit anderen Inhalten, die aber miteinander trefflich diskutieren können. Das wird hochinteressant. Herr Unsdorfer, mit wem rechnen Sie außer sich selbst in der Stichwahl? Mir ist vollkommen egal. Wer da ist, ist da. Ja, eh. Nein, wer egal, da ist, ist aber, da. Punkt. Aber mit was glauben Nein, Sie aus ich habe Sicht? Seit Beginn meiner Kandidatur bei dieser Spekulationsfrage keine Antwort gegeben und ich gebe es jetzt auch 3 Tage vor der Wahl nicht. Ich ziehe das durch. Wer da ist, ist da. Natürlich neben mir. Das ist vollkommen logisch. Herr Kohl? Ja, mir ist auch ein jeder recht. Ich freue mich darauf. Aber natürlich eine pikante Sache wäre schon, wenn der Van der Bellen und ich zusammen in die Stichwahl kämen. Wir sind beide Tiroler, wir sind beide in Innsbruck in die Schule gegangen, wir sind beide im gleichen Gymnasium in die Schule gegangen. Und das wäre natürlich eine Geschichte, wenn das Angerzell-Gymnasium 2 Absolventen hätte, 2 Jahre auseinander, die miteinander in die Stichwahl kommen. Sie wollen also noch eine gewisse Belebung ist notwendig. Ich glaube, Sie wollen noch einmal maturieren, die beiden Herren. Herr Lugner, Sie wissen wahrscheinlich selbst, dass Sie nicht der Top-Favorit sind. Ich will Ihnen nur noch volles Herz zeigen. Unser Bundespräsident ist einer, der den höchsten Gehalt von vielen Ländern kriegt. 319.000 kriegt der Fischer, 290.000 die Merkel, 187 der David Cameron, 178 der Hollande und 118 der Putin. Und da sage ich aus meiner Sicht, ich würde keine Sommerresidenz wollen. Und ich wen würde wollen mit Sie? Dem halben Gehalt zufrieden sein. Und wen wollen und damit Sie in der Stichwahl? Würde ich 500.000 Euro den Österreichern ersparen und wäre ein Bundespräsident, der sagt, man kann auch billiger leben und man muss nicht solchen Luxus treiben. Wer außer Ihnen, glauben Sie, wird in die Stichwahl kommen? Wer in die Stichwahl kommt, da gibt es alle Meinungsforscher, die sich unsicher sind. Das sind die 3, die da rechts von mir sind, werden bevorzugt. Und wir 3 Außenseiter sind angeblich weniger. Aber die, die Wahlprognosen sind Kaffeesudleserei. Und da wird auch versucht, ich lerne Sie, Stimmung Sie wollen sich zu machen festlegen. Gegen Kandidaten und sagt, wählst doch gleich mit dem anderen, bevor du den Lugner wählst, das ist schlecht. Aber noch einmal, ich würde es um 500.000 Euro billiger machen. Herr Van der Bellen, Herr Van der Bellen, mit wem rechnen Sie aus heutiger Sicht in der Stichwahl? Diese Umfragen sind ziemlich konstant. Ich rechne damit, dass es einen Dreier gibt sozusagen zwischen... dass 3 Personen also um die erste Stelle
raufen. Ja. Nur die ersten zwei sind relevant. Das sagen wir vielleicht Rittern, es geht immerhin ums Amt des Bundespräsidenten. Rittern, okay. Klingt ja, besser als raufen. Fällt mir auch nicht. Ich glaube, wir brauchen einen unabhängigen, einen aktiven Bundespräsidenten, ich bedanke der endlich mich. Was weiterbringt. Und ich selbst, habe ich das schon gesagt? Davon sind wir ausgegangen. Ich werfe an dieser Stelle noch einmal ganz kurz einen Blick auf die Uhr. Es ist sich nicht ganz ausgegangen. Herr Hofer und Herr Hunsdorfer waren ziemlich bescheiden im Vergleich. Ich glaube, wir hatten alle die gleichen Möglichkeiten zu sprechen. Aber es ist eine halbwegs gerechte Redezeitverteilung sich doch irgendwie ausgegangen. Das war die Elefantenrunde. Schönen Dank an Sie alle. Und die Analyse, die gibt es jetzt gleich in der ZIP 2 bei Lou-Lorenz Dittelbacher. Ja, guten Abend, Ingrid. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben die Diskussion sehr aufmerksam verfolgt. Wir, das sind der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und die Meinungsforscherin Ernestine Berger vom Institut für Grundlagenforschung. Wir zeigen gleich die Schlüsselszenen des heutigen Abends und wollen uns ansehen, wer drei Tage vor der Wahl am besten punkten konnte. Das alles in der ZIP 2, jetzt gleich. Das wird spannend. Sie schauen sicher zu. Ja, an Sie alle. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen heute Abend. Alles Gute für den kommenden Sonntag. Wir sehen uns, meine Damen und Herren. Auch wir sehen uns am Sonntag. Guten Abend.